Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wieso ist der denn jetzt schon mit drauf? Ey, lass mich doch mal mit drauf sein. Nee, jetzt hör doch mal auf der Scheiße. Ich will auch mal mit drauf sein. Nur auf mich, das haben wir vertraglich vereinbart. Ich mach diesen Schnürsenkel auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily, die beste Folge seit mindestens 7 Tagen. Heute mit dabei Dr. Fit. Schön, dass du das gemerkt hast. Dr. Fit zu Diensten. Ja. Und ich finde, wenn Dr. Fit so aussieht, dann möchte man die Klienten sehen. Also, ja, ich mach die Tür auf und du rechnest mir nichts und dann kommt direkt von Dr. Fit so eine Handvoll Koks ins Gesicht geblasen. Ich dachte, so eine Backpfeife. Ja, das kommt danach. Erst die Handvoll Koks und dann pam! So ein richtig schöner, so ein Wemser. Da bist du auf jeden Fall wach. Meinst Kannst du sagen, was du willst, aber Dr. Fit kriegt dich wach. Er kriegt dich danach nicht mehr zum Schlafen. Ja, Dr. Fit, nehmen Sie sich bitte Herrn Bomo vor. Bist du müde? Bist du fit? Ich bin arschmüde. Ja, ne? Richtig müde. Ich auch. Wer, also, Hand hoch, wenn ich müde ist. Bist du müde, die Hand hochzuheben tatsächlich? Die Hand hoch, oder anders gefragt hättest. Warum sind wir so müde? Ich kann überhaupt nicht weggucken vom Kopfschwamm. Ja, es ist krass, ich weiß, es ist wirklich lächerlich. Aber das habe ich auch lange nicht mehr gesehen in der Form. Ey, das ist, diese Haare haben so eine komische Konsistenz, dass die zwischen der normalen Frisur und dem einfach, ich lasse mich jetzt liegen, ich lege einfach auf dem, haben die so eine Sprungfedermechanik zwischendurch. Und dann krieg ich die nicht runter. Ihr kennt das Problem. Nee, es ist wirklich, aber ich gehe zum Friseur bald. Soll ich mir irgendeine spezielle Frisur machen lassen? Ja, Ryan Gosling wäre vielleicht ganz gut. Ja, sehe ich aus wie ich mit? Lass uns doch zusammen, lass uns das. Du willst doch nicht nach Berlin zum Friseur. Da war Simon nicht dabei, du oder? Du kannst auch in Hamburg zum Simon Friseur. Was ist lustig, ich gehe zum Barbier Berlin, Alter. Hast du deinen Friseur nicht einfliegen lassen, wie jeder vernünftige Promi? Oder im Flieger mich machen. Schneiden lassen. Just saying. Ja, bin there. Das Friseurflugzeug. Ja. Für so Promis. Ja. So ein Privatflugzeug. Das machen und man nennt die Firma Airbus. Das machen doch Fußballstars. Das ist gut. Das gibt's doch auch ganz sicher, dass jemand in seinem Flugzeug frisiert wird. Das gibt's häufiger, dass so zum Beispiel, glaube ich, bei so internationalen WM, EM, dass dann die Fußballprofis ihre Friseure einfliegen lassen. Ja, aber in dem Flugzeug ist der Salon drin. Aber gab es mal den Fall, bei so richtig krassen Superpromis, die dann den Star-Friseur oder Coiffeur verklagt haben wegen Turbulenzen? Ja, du meinst halt, also wenn Luftloch und dann genau, richtig. Du aus und dann kann der Star-Coiffeur ja theoretisch nichts dafür, deswegen musste er sich verklagt er den Piloten eine Versicherung kaufen, die sehr teuer war und der Versicherungsanwalt war aber auch mit im Flieger. Gab es diese Situation? Ja, gab es. Gegenseitig wie so eine Todessituation, right so, halt klagen wollt. Bei Right Said Fred. Mexican Standoff, nur halt mit Verträgen, genau. Ja, du warst so ein Anwalt, Joke. Mexican Standoff, Entschuldigung, wir haben dir reingegeben. Ich habe nur gesagt Right Said Fred, aber es ist ein Joke, den nicht mehr alle verstehen. Nicht mehr alle. Das sind die beiden Glatzenköpfe, ne? Ja. Mehr weiß ich nicht. Gut erklärt, den Witz. Ja, der hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Ja. Nils, Mike bitte anpassen. Ich sag nur, was die Regie sagt. Ey, kennt ihr diese, es gab so eine von der Uni, glaube ich mal, die haben irgendeine... Ist nicht so? Ja, das war so ein Testding, aber ich fand's ganz schön. Und zwar haben die Handys mit so einer Art, also Leben ausgestattet. Also die Handys haben dann geknurrt oder haben, wenn du sie gestreichelt hast... Wer hat das gemacht? Eine Kunstuni oder so. Und es war eine super schöne Idee, da war so ein Handy, das ging erst an, wenn du es wie dieses Monsterbuch in Harry Potter, wenn du es eine Weile gestreichelt hast. Und eigentlich finde ich das eine ziemlich coole Idee, weil wir eh schon unser Handy benutzen, als wäre es Teil unserer selbst oder so ein Buddy, der beste Buddy, wo man echt traurig wird, wenn man den verliert oder wenn er ins Wasser fällt, flump. Die fällt jedem das Herz erstmal runter. Kannst du das Geräusch noch machen? Flump. Das ist genau das. Mach nicht so alle deine Passwörter. Das ist schon ein paar Mal passiert. Ne? Flump. Das ist schon. Also zweimal ist es mir schon passiert. Flump. Die Waschmaschine. Wobei, die Waschmaschine zählt eigentlich nicht. Also nur einmal. Die ist ja mehr klonk, klonk, klonk. Genau, es ist eher dieses. Wie? Aber das ist so eine schöne Idee, dass das Handy mehr zum Lebewesen wird, finde ich. Ich finde, wir sind hier schon direkt bei einem guten Thema. Lasst uns über die neue Skibrille von Apple reden. Ihr habt sicherlich alle mitgekriegt. Ja. Vision Pro heißt sie, soll 3.500 Euro kosten. Dollar. Du guckst dich fragend an, du hast auch mitgekriegt. Ich habe das mitbekommen, ich habe mir die Präsentation sogar noch angeguckt. Die offizielle Apple-Präsentation, jetzt noch kein Review von irgendeinem Journalisten dazu. Wie sind die Meinungen dazu? Also, fange ich mal mit dem Preis an. Das ist ja, der ist absurd hoch. Und ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe in meinem gesamten Leben
noch nie so viel für irgendwas ausgegeben. PC? Ein Auto, ja. Ein Auto? Opel Corsa war ja. Kinder? War nicht so viel. Ja. Nee, aber ernsthaft, also das ist ja, das sprengt ja alle preislichen Dimensionen, die bislang da gewesen sind. Es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche Macs, die in dieser Preisregion liegen, irgendwelche, die besten, die dann sich irgendwelche so Kampf-Macs, sehr guten Grafiker, ne? Kaufen, Kampf-Macs. So, aber also das, da unterscheidet er sich ja schon von den meisten Consumer-Brillen. Es gibt, glaube ich, auch so ein paar Hightech-Brillen, richtig gute Virtual Reality-Brillen, die auch in diesem Preissegment sind. Also das ist, finde ich, schon mal krass. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass Apple es geschafft hat, sich über die Jahre so einen Ruf zu erarbeiten, dass alles, was sie irgendwie neu auf den Markt bringen, sehr gut durchdacht ist. Und in den meisten Fällen ist man dann überrascht, wie es funktioniert. Das war beim iPhone so, beim iPad so, das war bei diesen Kopfhörern so, wo ich auch immer dachte, so ja, was ist das denn eigentlich für eine dumme Idee? Mittlerweile liebe ich die Dinger, weil es einfach super funktioniert. Und das wird vermutlich auch bei dieser Brille so sein. Und da wir alle ja eigentlich nur darauf warten, dass dann mal wirklich so ein Durchbruch kommt, der das wirklich auch im alltäglichen Leben zum Einsatz bringt, diese Virtual Reality-Geschichte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Du setzt das Ding auf und im Gegensatz zu anderen Brillen kannst du ja noch durchschauen. Ne? Genau, deshalb muss ich kurz korrigieren, Augmented Reality. Oder Augmented Reality, aber du kannst die halt auch, ja, es ist Augmented Reality, das stimmt, aber du kannst die halt auch so das als Kino zum Beispiel nutzen, ne? So nach dem, was ich da gesehen habe. Ja. Und wenn du wenn das gut funktioniert, stell dir vor, du hast eher eine kleine Wohnung oder musst halt nicht einen riesen Fernseher aufbauen, setzt das Ding auf, guckst einen Film, setzt das Ding wieder ab oder so. Ey, also ich glaube, der Preis ist angemessen. Ich glaube, der wird die wird erstmal weggehen wie geschnitten Brot. Die wollen 10 Millionen verkaufen. Ja, davon. Die haben wie viele Patente haben die angemeldet dabei? 500 oder sowas? Also 500 eigene Patente, von denen noch nicht mal alle ersichtlich sind. Das hat ganz viel mit Helligkeit zu tun, dann LCD-Technologie. Die haben ein Patent auf Helligkeit? auf das Rädchen. Dass du halt sozusagen so einen Abdunklungsmodus hast. Ja. Sie haben ganz viele verschiedene kleine technische. Machen Sie bitte den Raum ein bisschen dunkler. Nein, das kannst also du selber. Was Uli meint, ist, dass du durchgucken kannst. Ja. Okay. Danke. Dankeschön. Also das wird durch die Decke gehen. Das Wichtige war die Disney-Nummer. Das war der Kicker. Erklär das mal. Disney hat einen eigenen Werbespot mit Apple gemacht und dort im Prinzip schon Best Cases gezeigt, weswegen man auch so viel Geld ausgeben wollen würde. Du kannst dann Mandalorian in der Welt von Mandalorian gucken. Punkt. Oder Marvel. Oder allen anderen Franchises, die Disney hat und den Welten, die sie ja schon gebaut haben, irgendwo digital. Und da wird es dann diese Schnittstelle zu geben. Also, und das haben halt andere Anbieter nicht unmittelbar gehabt. Die haben halt noch keine großen Franchises und keine großen Titel gehabt, wo du auch rein willst. Weißt du, was ich meine? Ja, die einzigen, die das wirklich machen könnten, sind halt die großen 5 Tech-Firmen oder so. Also Apple, Microsoft, was es da so gibt. Denen kann ich das zutrauen, aber du kannst nicht einfach so ein Ökosystem erfinden, nur weil die Technik da ist. Weißt du, was ich meine? Also die ganzen anderen, die sowas an sowas arbeiten, die müssen in dieses Ökosystem rein und Apple ist da ja bekanntermaßen recht abschließend. Deswegen glaube ich, haben die gute Chancen, aber es ist sehr teuer. Aber findet ihr es nicht auch geil? Würdet ihr es nicht gerne mal probieren? Ich finde die Idee generell geil. Das ist ja so dieses, wo wir schon lange drüber fantasieren, dieses Minority Report Ding, ne? Was mir besonders gut Gestensteuerung, ja. Ja, so Gestensteuerung. Geht aber mit den Augen. Und du kriegst ja dann wirklich auch eine Tastatur eingeblendet in der Augmented Reality, also für alle, die das nicht wissen, was Augmented Reality ist, vielleicht muss man das auch ganz kurz nochmal erklären. Das ist, ihr kennt das von eurem Handy, wenn ihr euer Handy irgendwo hinhaltet, zum Beispiel auf den Tisch, und dann tanzt da eine Figur oder dann, also ihr seht euren echten Couchtisch, aber es wird etwas raufprojiziert digital von eurem Handy, so ungefähr. Das ist Augmented Reality. Das wird ja in vielen Berufsbereichen, Medizin, Konstruktion, was auch immer, schon auch angewendet. Und wenn man jetzt so diese Brille anhat, dann kann man halt theoretisch alles in den Raum projizieren, ne? Also von einem Film, von einer Leinwand bis hin zu Monitoren oder auch einer Tastatur. Und ich glaube, was das Besondere daran ist, ist, dass die Brille so funktioniert, dass man dann die Sachen auch sozusagen bedienen kann, ja, die da nur projiziert sind. Also die sind ja eigentlich nicht da, aber du kriegst dann zum Beispiel eine virtuelle Tastatur oder eine AR-Tastatur projiziert und dann kannst du da auch relativ präzise tippen. Und ich glaube, das wird der Kicker sein, weil das sind die Sachen, was du auch meintest, so, dass man gewöhnt ist, dass Apple sowas immer einen Tick besser hinkriegt als andere. So, wo andere vielleicht diese Fantasy haben oder schon mal einen Entwurf oder einen Prototyp oder so. Bei Apple ist es dann immer so dieser Moment, wo du dann sagst, okay, fuck, das funktioniert so präzise, das fühlt sich richtig geil an. Und ich glaube, das wird der Trick, dass wir uns noch nicht vorstellen können, wie
cool sich das anfühlt. Und dann gibt es ja diesen Trailer, wo die dann so ein Büro haben, wo die dann verschiedene Monitore haben. Und du kannst dann, da hast du dein Ding und da kannst du, aber du hast plötzlich unendlich Arbeitsflächen. Das hat Meta aber auch schon versprochen, ne? Also ich meine, von all den Versprechen, ey, ich muss auch wieder lachen, weil diese Brille, so stylisch sie vermeintlich aussieht, ja, es ist eine Snowboard-Brille, ey, das wird auf jeden Fall erstmal so ein intimes Ding bleiben. Also wenn du in diese Welt reingehst, wirst du es auch eher für dich machen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du wie in einem Werbespot in der Küche stehst und dann, weil du es kannst, natürlich irgendwie deinem Kind gerade einen Fußball zuspielst. So. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass das so ein... Ja, aber das Ding ist, guck mal, dass jede Form von Gewohnheit muss erstmal umgewuchtet werden in eine andere Gewohnheit. Und das kann man sich dann aus dem alten Zustand heraus oft nicht vorstellen, wie man sein Leben verändert. Und wenn man sich mal anschaut, wie rasant Technik das eben geschafft hat und mit jedem Apple-Produkt, und das ist jetzt, muss man auch bei aller Kritik an dem Konzern irgendwie sagen, das haben sie ja irgendwie auch geschafft. Ja, ja. Mit jedem einzelnen Produkt im Prinzip haben sie auch geschafft, irgendwie, dass die Lebensweise des Menschen fast gar nicht mehr ohne dieses Produkt auskommen kann. Und das Ding ist natürlich sehr teuer, deswegen wird das vielleicht jetzt nicht zu Beginn jeder haben können, glaube ich. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das wirklich geil ist und dann auch der Content passt, ne, das ist ja auch immer so eine Frage, das ist ja auch bei den anderen Virtual Reality Brillen das Ding gewesen, das hat zwar viel Potenzial, aber ich meine, es gibt Half-Life Alyx und dann kommt lange nichts mehr so. Ja. Und wenn du halt super viel Content dafür hast und zum Beispiel auch, nimm mal Fußball, stell dir vor, die würden es schaffen, dass du sagst, okay, du kannst mit dieser Brille auch Fußballspiele gucken, in einer geilen Auflösung, setzt die Dinge auf und bist und kriegst, im Stadion. Na, es ist ja wirklich so, du kriegst vielleicht auch ein bisschen Ambient mit, indem du sagst, okay, der Stadionsound wird irgendwie so ein bisschen dargestellt, du hast vielleicht so in der Peripherie irgendwie noch irgendwas. Naja, du machst dich lustig, weil du immer instinktiv ich versuche nur das Fußballgefühl. Fußball lustig machen möchtest, aber aber ich meine, was ich sagen will ist, wenn der Content dazu geliefert wird und die Möglichkeiten dieser Brille auch von externen Lieferanten ausgenutzt wird, so wie es mit den Apps ja auf dem Telefon auch der Fall ist, kann das richtig geil sein. Aber was mich daran skeptisch macht, also ist, dass wir doch alle wissen, dass es nur die erste Brille ist. Wir wissen ja alle, in 10 Jahren kommt, wie heißt die, Vision Pro 5 und die ist dann so groß wie diese Brille. Also nicht erst die zweite. Ja, whatever. Auf jeden Fall kommt halt ein neueres Modell, ein kleineres Modell, kommt wieder ein neues Modell, ein kleiner, kommt die Slim, dann kommt die Air. Also wir wissen jetzt schon, ich habe diese Riesenbrille gesehen, ich habe mir direkt gedacht, die haben die extra so groß gemacht, damit sie die nächsten 10 Jahre kleinere Modelle rausbringen können. Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich auch. Oder? Und dann warte ich doch direkt auf die, die so groß ist. Ja. Womit ich dann, dann bin ich wirklich Robocop und kann so durch die Gegend gehen und alles. Ist Google aber schon auch fett auf die Fresse gefallen, ne? Also genau, das ist ja so ein Problem. Also ja, aber Apple hat, meinst du die Google Glasses jetzt? Weil das ist schon nochmal was anderes, ne? Ja, ist es, aber von wegen Design und sowas, da hatten die ja auch wieder ganz viele Patente angesetzt. Die wollten das ja extra slim haben. Die wollten ja, dass es extra nicht auffällt, dass du damit draußen rumgehen kannst. Schlussendlich ist es an Datenschutz unter anderem halt. Ne? Datenschutz war eines der Hauptpunkte, warum die Brille halt nicht massentauglich war. So einfach ist es dann halt auch. Danke, Datenschutz. Datenschutz, ja, weil du hast ja da eine Kamera drin, theoretisch kannst du alles tracken und du kannst es nicht nachvollziehen. Ja, aber Spy-Brille, also pff, da geht war halt trotzdem, nicht, ne? Du wirst trotzdem heute, wenn du rausgehst, sind 5 Handys auf dich gerichtet, die vielleicht nicht auf dich gerichtet sind, aber die trotzdem gerade in diese Richtung gucken. Ich find's, also es ist, der deutsche Datenschutz ist, was das angeht, schon wieder so völlig absurd, weil dann müsste das auch verboten sein, weil ich kann jeden von euch filmen und ihr wird denkt, ich gucke einfach nur auf mein Handy. Also es ist so ein bisschen absurd alles. Ja, wobei, also heutzutage weiß man ja, dass diese Datenschutzregularien, die wir haben, auch auf total sinnvoll sind und also vor allen Dingen waren und auch weiterhin sein werden sozusagen, ne? Dass Daten jetzt nicht abgehört werden. Ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, was ich sagen wollte. Ja, genau, aber vor allen Dingen, also ja, ich sehe es nicht so wie du. Ich sehe, dass wir uns wieder mal behindern, an der nächsten Generation nicht teilnehmen zu können, die Digitalisierung da auch wieder zu verpassen, weil wir halt irgendwie irgendwelche antiquarischen Regeln haben. Also ich halte das für ein Riesen. Also die Frage ist ja auch, ohne dass ich jetzt diese Datenschutznummer genau kenne, aber es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass es sich darauf bezieht, dass es nicht klar erkenntlich ist, dass du gefilmt wirst. Wenn du das Handy hältst, dann kannst du zumindest davon ausgehen, dass jemand sieht. Wenn du aber eine Brille trägst, wo so eine Kamera drin ist, dann wissen eventuell Leute überhaupt nicht, dass sie gefilmt werden. Ich will das jetzt nicht verteidigen, weil nein, ich habe ja auch nie eine gesehen. Ich weiß ja auch noch gar nicht, ob das die Gesetzeslage überhaupt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Unterschied ist, weil du hast ja im Kern recht. Heutzutage hat jeder ein Handy, mit dem er auch überall filmen kann. Warum ist es, wenn der Device auf der Nase sitzt, ein Problem. Vielleicht ist das in X-Generation kein Problem mehr, wenn dann die Vision Pro 5 rauskommt tatsächlich. Who knows? Ne? Aber wir wissen auch, in Deutschland sind zum Beispiel die ganzen Häuser geblurrt, weshalb es auch kein Google Street View
in Deutschland gibt, kein aktuelles. Es ist ja fast das einzige Land in ganz Europa und weltweit außer ein paar Staaten, wo das überhaupt nicht aktuell ist. Deutschland ist da ja Vorreiter wegen, weil die Deutschen halt sagen, ich will nicht, dass mein Haus fotografiert wird. Ja, ne? Es hat wirklich, ich will auch das gar nicht schlecht reden, das hat schon gute Punkte. Aber man kann, das ist so ein bisschen schildbürgerstreichig. Man kann es auch übertreiben und dann behindert man sich eher in dem Fortschritt. Mhm. Und also da hadere ich so ein bisschen mit, weil wir doch eher so den Trend haben in Deutschland, dass es gerne mal verpennt wird. Und ich möchte bei so einer Speerspitze von der technologischen, von diesem Fortschritt, möchte ich mal dabei sein und nicht immer hinten dran. So, ja, so wir Deutschen kriegen das dann auch in fünf Jahren. Pass auf, das ist das Geile. Konferenz, auf jeden Fall hat da jemand aus Amerika gesagt, dass genau der Datenschutz die Speerspitze ist. Verstehst du, was ich meine? Weil eben alle anderen Länder es komplett ausgenutzt haben, Datenschutz. Und so Datensammlung, und dann du hast viel mehr geilere Features. Wenn du jetzt zum Beispiel in die USA fliegst, hast du ganz viele Apps, die wir hier installiert haben, haben dort einen ganz anderen Effekt, weil du dort viel mehr Daten zur Verfügung hast als hier so. Das ist ja auch alles, ich will nicht für mehr Daten, also weniger Datenschutz jetzt hier reden, ne? Nur ich möchte es nur nochmal sagen, weil das soll so nicht rüberkommen. Aber du kamst nicht so rüber, ich wollte es auch nur sagen, aber wir müssen jetzt auch nicht über Datenschutz reden, weil wir gerade bei der Brille waren. Ja, aber zum Beispiel, dann hat jeder, der keinen Bock hat auf diese Brille, trägt ein Armband oder ein T-Shirt mit einem QR-Code und wird verpixelt. Da musst du auch mal ein bisschen selbst was machen. Kann nicht immer nur von der Technik erwartet werden, dass die registriert, dass du jetzt keinen Bock drauf hast. Ey, ja. Wie geil ist das, wenn man die Brille trägt? Ich kann jedem von euch einen Filter geben. Ja. Also immer, wenn ich dich angucke, hast du Sommersprossen dann oder so. Hast du nicht? Das wird definitiv so sein. Ne? Aber Und dann wird der Filter von jedem übernommen. Der Budi hat vielleicht einen Filter, sieht aus wie eine Kartoffel. Will ich aber nicht. Und dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, dass der Budi asiatische Wurzeln hat, weil du siehst immer nur noch Kartoffelbudi. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Ja, also wenn man ihn reden hört, kann man auch nicht davon ausgehen. Aber man ist schon sehr deutsch, aber das ist auch gut so. Du bist total integriert. Du bist der Einzige, der hier einen Schrebergarten gerne hat. Ja. Nee. Also ich finde, ich kann im Garten auch was abgewinnen, aber ich habe auch einen Schrebergarten? Naja, also wo du so hinfährst, in Kleingärtner. Genau. Ja. Es gibt richtig geile Schrebergärten. Es gibt schon geile Schrebergärten. Also ich hätte gerne einfach einen eigenen geilen Garten. Ja, okay, aber Schrebergarten und ein eigener Garten ist so ausgelagert. Ja, aber das ist so ausgelagert. Das ist wie ein Mietwagen oder so. Wenn du halt, ich würde auch gerne einen eigenen Garten haben. Ja, aber du hast doch sogar einen kleinen Garten. Ihr habt doch beide Gärten. Was wollt ihr denn? Ja, aber ich will einen geilen großen Garten. Du willst ein Schloss hoch. Eigentlich hätte ich gerne so ein kleines Waldstückchen. Ich habe einen kleinen Balkon. Und einen Schrebergarten. Also ich habe, ja. Ich habe einen Garten, wo du halt Nachbarn hast. Einfach, wo du gehst auf einen. Ich kann da nicht. Einen Garten ohne Nachbarn. Ja, also, ich habe tolle Nachbarn. Ich habe wirklich gute Nachbarn. Aber das ist schon ein Unterschied, wenn du so einen kleinen Grasstreifen hast, so in so einem Reihenhaus, und dann gehst du, sobald du quasi, also Terrasse hast du ja immer so ein bisschen noch so diesen Sichtschutz, aber da sind schon so Lücken und man hört das schon. Und sobald du auf den Garten trittst, und egal wie nett deine Nachbarn sind, bist du immer in der Situation, du musst Konversation betreiben, weil es ist total awkward, wenn man sich so begegnet aber hat kein Gespräch miteinander, keine Kommunikation miteinander. Du weißt ja, der Gegenüber sieht dich, du siehst den Gegenüber. Das heißt, du bist dann immer auch direkt im Gespräch. Da ist keine Intimität. Deswegen. Aber kannst du dir doch sagen, dass du stumm bist? Du hast einfach so eine Karte. Wie soll ich dir das sagen? Ich bin stumm. Manchmal. Nein, aber immer. Als ob die deinen Content gucken. Die wissen gar nicht, was du machst. Du zeigst denen nur hier. Chronisch partielle Stummheit ab und zu. Ja. Taubstumm auch. Also du hörst sie auch nicht. Wenn die rufen, stehst du, hörst hinten. Ich kann mir auch einfach so eine Apple-Brille aufsetzen. Ich wollte gerade sagen, einfach ein bisschen warten. Dann stehen alle irgendwie einfach nackt in der Sonne mit einer Brille drauf. Und das ist dann immer das universelle Zeichen von, ich habe keinen Bock auf Quatschen. Ist das der neue Move? Ey, sorry, ich gehe. Ich muss gar nicht mehr sagen. Ich will, dass da so ein X davor ist. Ja. Ey, ist euch eigentlich klar, dass mit dieser Brille endlich meine großartigen Visionen von Streetcraft Realität werden? Ist Minecraft doch alles in der Augmented Reality. Ja, der Budi hat das jetzt erfunden. Ist doch schon alles da. Das sagst du, aber solange es nicht jeder benutzt, ist es nicht da. Sondern da gibt es nur irgendeinen Idioten, der das mal gemacht hat. Aber das hätte ja ich sein können. Was ich sagen will, ist, dass man jetzt endlich diesen Kram machen kann. Weil du läufst ja mit den Dingern ohne Kabel frei draußen rum. Also du bist nicht gebunden an dein Büro oder irgendwas oder an deine Küche, an deinen Wohnraum. Sondern du läufst draußen in der Straße rum und kannst ja quasi die Welt eigentlich so machen, wie du willst. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich passiert, weil ich sehe mich nicht mit einer 3.500 Euro Brille draußen rumlaufen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Das ist
Also in Berlin hätte ich die 10 Minuten. Aber wisst ihr, was dann passieren wird? Mal so ein bisschen in die Zukunft gesponnen. Wenn du diese Brille hast und du hast die Möglichkeit, durch die Augmented Reality deine Umgebung zu verändern und fängst dann zum Beispiel an, mehr Arbeit in die digitale Ausgestaltung einer urbanen Landschaft zu stecken, als dann in die Realität derselben Umgebung, dann kannst du einen Filter drüber setzen, der aus den hässlichen grauen Betongebäuden, zum Beispiel in Köln, einfach wirklich schöne architektonische Meisterwerke macht, ohne, sag ich mal, die Ausmaße in der Realität zu ändern. Also du kannst sie trotzdem anfassen und so, aber sie sehen einfach schöner aus. Und dann gehst du nur noch mit dieser Brille durch die Welt, wo alles schöner ist. Und sobald du diese Brille abnimmst, bist du in so einer richtig dystopischen, hässlichen Realität. Naja, in der Realität halt. Ja, in der Realität halt. Aber es wird halt dann mehr, weil je mehr Leute das tragen, desto mehr Aufwand wird darin fließen, das digital schön zu machen. Weil und weniger Aufwand ist, in echt schön zu machen. In der echt. Und das heißt, funktioniert das auch mit Menschen? Wird immer größer. Ja, selbstverständlich funktioniert das mit Menschen. Aber hören musst du trotzdem noch. Also ihnen zuhören. Das ist auf Instagram-Filter. Ich meine, so, du, es ist auf Instagram-Filter so. Es ist die gleiche Diskussion für den Effekt, für die Unterhaltung, für whatever. Kannst du Technik nutzen, deine Realität zu modifizieren. So. Und sie ersetzt nicht die echte Realität, aber du entscheidest, das ist ein Privileg dir für 3.500 oder für andere. Ne? Es gibt ja andere Crest, also es gibt ja ganz viele Modelle schon. Darf man nicht vergessen, es gibt ja schon viel, jetzt schon. Das wirst du immer haben. Genau diese Diskrepanz zu nutze ich die Zeit jetzt in der virtuellen Welt und oder halt hier in Fleisch und Blut irgendwie und kümmere mich darum. Und es, beides wird weiter existieren. Das eine kommt jetzt nur mehr, nämlich die virtuelle Realität so. Mir die Metanummer. Entschuldigung, mir sind die Brillen noch nicht groß genug. Ich will eine Brille, die so richtig noch übers Ohr geht. Dass wenn der ich hierher komme und setz mich mit dem Ding, Ede macht einen dummen Witz darüber, hast du dir jetzt auch so ein Scheißding gekauft. Und bei mir kommt nur an, oh, das ist aber eine schöne Brille, Simon. Also, dass auch das Akustische übersetzt wird in eine für mich verträgliche Welt. Was du hören willst. Was das ich ist die ultimative Bubble. Ja. Du hast dann auch so ein, wie so ein Astronauten. Genau. Ist einfach so ein schwarzer Ball. Ja, als wäre ich bei Def Punk oder so. Im Straßenverkehr, er hupt dich immer, ey, du Arschloch, fahr doch. Und du hörst einfach nur, sie fahren super da vorne. Cooles Auto, Digga. Cooles Auto. alle loben. Lass dir Zeit, es ist erst seit 10 Sekunden grün. Und es werden auch keine Beziehungen mehr scheitern, weil du einfach nur noch, ey, warte, bist du bescheuert? Was hast du da schon wieder gemacht? Ich hasse dich. Hey, Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist die beste Person. Oh, er ist so, sie ist so toll. Du merkst gar nicht, wenn sie ausgezogen ist. Ja, 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 Männer sagen ja immer, ich hab's nicht kommen sehen. Ja. In dem Fall haben sie dann endlich mal Batterien leer, auf einmal so. Oh Gott, das ist so traurig. Du hast das perfekte Leben. Und dann vergisst du einmal, den Akku aufzuladen. Und dann bricht alles zusammen. Also wirklich die Matrix-Geschichte. Mhm. Ne? Nur noch in den ersten Steps. Wenn Neo dann so aufwacht und sieht, ach du Scheiße, hier sind nur noch Roboter und einfach so, nee, gib mir die noch nochmal die andere Pille. Brille und Pille ist auch sehr dicht. Ich frage mich, ob die wirklich so Disclaimer reinsetzen. Ich meine, Oculus, die allerersten VR-Brillen, die wir ja auch schon damals getestet haben, die hatten ja auch alles, ne, hier Fotosensibilität, vorsichtig, keine Ahnung was, bitte nicht länger als X Zeit benutzen. Ne, das sind ja wirklich Disclaimer gewesen. Ich mag den Gesichtsausdruck auch gerade. Ja, vor allen Dingen, weil wir uns nicht dran gehalten haben, aber ja. Du vor allen Dingen nicht. Ich konnte mich ja gar nicht, über die Zeit hinaus. Weil mir ging Virtual Reality in den ersten Generationen ja auch wirklich, hat bei mir ja gar nicht so richtig gut funktioniert, ne? Mir ist ja wirklich dann schlecht geworden irgendwann. Aber was war das nochmal, nicht länger als 30 Minuten am Stück am Anfang und so? Das bin ich mal gespannt, wie das bei der Vision Pro ist. So. Ja, die Brille, das frage ich mich nämlich die ganze Zeit. Ich habe darauf geachtet, keiner der Menschen, die in diesem Werbespot vorkommen, und da sind ja immer sehr viele gut aussehende junge Menschen, hatte eine Brille auf. Und wie viel Prozent der Weltbevölkerung benötigen eine Sehhilfe? Und vor allen Dingen werden mehr Brillenträger. Also ja. Ich würde sagen, gemessen an diesem Raum, 3/4 der Menschen hat eine Brille auf, so. Sag ich jetzt. Und dann, genau, und da gibt es dann auch Kontaktlinsenträger, da gibt es Leute, die zu eitel sind oder zu phlegmatisch, um zum Augenarzt zu gehen oder sich eine Brille zu holen. Die muss man ja auch nochmal einrichten. Es gibt eine Dunkelziffer im wahrsten Sinne. Das heißt, funktionieren die Dinge eigentlich mit einer Brille? Naja, ich glaube schon. Ja. Also bei PlayStation VR 2 haben sie das schon so gebaut, dass Brillenträger das mittlerweile auch können. Vielleicht nicht jede Hipster-Brille, die irgendwie so Dame Edna-mäßig wie so, aber so eine normale Brille klappt mittlerweile bei VR und AR. Kennt ihr euch noch an die Helme von, oh Mann. Helmut? Scheiße, wie heißt nochmal die Star Wars-Verarsche? Ich Idiot. Lord Helmchen. Spaceballs. Ja.
Spaceballs, dankeschön. Diese runden, großen, ja, von diesen Radar, ja, da noch die Brille drauf, das würde ich gerne sehen. Aber ich bleib dabei, interessant wird's, wenn das so Kontaktlinsen geil ist. Und das wird passieren. Die Frage ist, wann, ja, dauert das jetzt 10 oder 30 Jahre? Es weiß niemand, wie schnell jetzt da die Entwicklung geht, dass das alles kleiner wird und so. Aber dann finde ich, diese Gedanken, das habt ihr ja auch immer, so dieses in die Zukunft denken, wie wird das sein in 50 Jahren, wie werden junge Menschen dann auf uns zurückblicken, auf unsere Laptops und sagen, Moment, was, ihr hattet da immer so einen kleinen Aktenkoffer auf dem Schoß sitzen, also so, das ist ja wirklich Fakt, also es ist nicht Fakt, weil es noch nicht passiert ist, aber es ist so sicher wie es Amen in der Kirche, dass das halt passieren wird und ich frage mich halt, wie das die Gesellschaft wieder ändert, weil damals, als das iPhone 1 rauskam, haben alle auch gedacht, ja, das ist eine Spielerei. Ich erinnere mich noch, ich weiß es noch ganz genau, es war hier in Hamburg. Wann kam das raus? Weiß einer das Datum? Nee. Das iPhone? Ja. Weil das muss gewesen sein, als wir gerade nach Hamburg gekommen sind. Früher, glaube ich. Das iPad kam 2009 oder 2010. Kam, das war auf jeden Fall viel früher. Das erste Handy war doch noch eine ganze Weile. Ja, nein, das ist noch älter. Ja. Das ist auf jeden Fall älter. Also 2004? Nee, früher, glaube ich. Noch früher? Ich glaube, ihr habt alle keine Ahnung. Wir hatten noch neulich 20-jähriges Jubiläum. Krass, 2002 oder 2003 war das. Also auf jeden Fall krass, wie lange ist das vom schon? Vom iPhone? Das fühlt sich auch schon wieder so an, als gäbe es das schon immer, das iPhone. Obwohl wir ja noch eine ganz andere Welt mitbekommen haben. Fand ich ganz interessant. Ein Bekannter meinte auch nochmal so, also jetzt zu AI, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass es so ein iPhone-Moment gibt. Also iPhone ist 2007. So, ach, so spät erst echt? Ich sag ja, ihr habt keine Ahnung. Doch, ja, aber das iPad ist dann irgendwie 2009, 2010 oder so gekommen. Krass, aber dann war das ja doch relativ. Und ich weiß es nämlich deshalb, weil, wann sind wir nach Hamburg gekommen? 2009. Nee. Doch, das, ja. Doch, nein. Das kommt 14, hin. 2008, glaube ich. Oder egal. Nein, 2009. Okay, whatever. Auf jeden Fall war das relativ. Verfreust du dich jetzt? Du erzählst und ich lache dich an. Ja, weil du freust dich, weil er recht hat. Du setzt mal schnell deine Brille auf. Ich weiß es überhaupt nicht. Das ist mir eigentlich scheißegal, ob 2008 oder 2009. Genau. Wichtig ist, dass Budi und ich zuerst da waren. Und dann war Trant, weil wir mit Trant hatte neu das iPhone und hat mir dann diese Bier-App gezeigt, ne, man ja trinken kann. Wie geil, ne? Und das er war so, ich weiß noch, die Augen von Trant, als er das gezeigt hat, und hat gemeint, ist das nicht geil? Guck dir das an. Und ich hab mir das angeguckt und ich fand's auch geil. Wir haben alle am Tisch gesessen und haben dieses Bier runtergekippt. Und es war so ein Flash damals. Aber damals hat noch keiner natürlich geahnt, wie das unser Leben einnehmen wird, wie viele Stunden wir damit verbringen werden, was wir alles damit machen werden und so weiter. Und das meine ich halt jetzt auch bei diesem Vision Pro. Wir sehen jetzt so diesen Prototyp, wir sehen, was der theoretisch alles kann, was man damit machen kann. Aber wie das die Gesellschaft vielleicht auch verändern wird, das können wir jetzt vielleicht so noch nicht richtig erahnen. Entschuldigung. Ja, ich muss aufhören, immer das letzte Wort dann noch so zu überreden. Ne? Aber es ist, Menschen reden halt so ineinander. Ja, alles gut. Tut mir leid. Man sieht sich ja wirklich dann auch nicht mehr. Man blickt sich ja wirklich nicht mehr in die Augen eigentlich. Ne? Also, weil man diese Brille hat, du hast immer einen Film dazwischen, irgendeinen Filter. Du weißt ja nicht mal, guckt er mir gerade in die Augen oder guckt er gerade seine Aktienkurse nach? Oder hat er mir nur den Clown-Filter irgendwie drauf gemacht? Das ist schon interessant, was daraus wird. Ich finde es aber auch nicht, ich finde es gar nicht so dystopisch, wie so viele andere Sachen, so, wo man direkt das Negative hat. Ich denke mir einfach nur, das wird interessant. Ich denke, es wird eine sehr hohe Abnehmerschaft. Pornografie wird ein Riesenthema sein. Das ist, ist es jetzt sowieso schon so, aber ne, es ist einfach ein Thema. Und ich glaube halt nach wie vor, die Vision Pro wird weniger, es ist Apple. Also jetzt werden halt diese ganzen Silicon Valley-Klischee-Personen werden so ein Ding haben und auch mal Meetings damit machen und auch damit mal irgendwie Sachen konsumieren. Aber ich glaube nicht, dass du Räume voller Menschen, Meetingräume hast und alle haben diese Brille auf und dann setzen sie danach ab und high-fiven und gehen ins Fitnesscenter oder so ein Scheiß. Das glaube ich nicht. Die interessanteste Statistik dazu ist, dass bei Meta, wo sie ja im Metaverse entwickeln, dass die das nicht nutzen für ihre Entwicklung. Die nutzen das eigene Metaverse nicht. Das ist eigentlich die schlechteste Werbung. Ich meine, es ist wirklich so, das ist doch die schlechteste Werbung, die man sich vorstellen kann eigentlich, wenn die das Ding entwickeln und nicht mal sie selbst nutzen. Es ist auch sehr still geworden um Meta tatsächlich. Ne? Also aber der Aktienkurs ist wieder hochgegangen. Ja. Aber die haben gut Geld verbrannt. Ja. Aber ich glaube auch, mehr Aktienkurse das Quatsch war. Es ist einfach, es ist so, alle haben über Meta gesprochen und jetzt ist AI da und plötzlich redet keiner mehr über Meta. Ja, aber niemand wollte Meta. Das war doch von Anfang an das Problem.
Die haben diesen Shit gezeigt und alle nur so, hä, was soll ich denn jetzt damit? Echosphere, das schlussendlich ist das ein neuer Marktplatz. Also Meta war ja schlussendlich nichts anderes als ein neuer, neu technologischer Marktplatz. Und ja, die haben auch Technologien. Second Life zum vierten Mal erfunden. Exakt, nur mit modernerer Technik halt so. Und schlussendlich, was es so besonders gemacht hat, war halt einfach das, die offene Gestaltung, wie man da drin Ökonomie betreiben kann. So halt. Vor allen Dingen, wenn jetzt nämlich, also wenn jetzt die Brille entwickeln, ihr eigenes Metaverse in irgendeiner Form entwickeln, weil sich das ja so ein bisschen ergeben wird durch die Augmentisierung. Irgendwann ist komplett augmentisiert, dann hast du dein Metaverse und die werden sagen, Facebook, nö, nie gehört, wir machen unser eigenes Ding. Und dann hat Facebook den ganzen Shit vielleicht wieder umsonst entwickelt. Apple macht das ja auch schon mit dem App Store direkt, ne? Also auch generell so. Apple hat ja auch echt, also es ist, die schützen ja ihr eigenes System auch so krass, auch eben von riesengroßen anderen Marken. Also sie lassen sich zum Teil ja auch einfach Geld dann liegen, so, ne? Wenn du jetzt hier Fortnite, Epic, also du hast ja ganz viele Partnerschaften, die ja nicht, die extra behandelt werden müssen, wo Apple halt sagt, so, nee, wir bleiben bei unseren Regeln, es gibt keine Sonderkondition, egal wie groß ihr seid, egal wie, was für eine Firma ihr dahinter steckt oder wie erfolgreich euer Videospiel oder whatever. Ja, dieser Epic Beef, ne? Genau. Spielst du wahrscheinlich an. Mhm. Ja. Also das wird. Ey, ich hab's. Wie? Ich hab gerade die Börse gelöst. Du hast die Börse gelöst. Oh, warte. Börse gelöst? Epic? Apple? Zufall. Beides Milliardenunternehmen, beide fangen mit App an. Mhm. Was haben wir noch? Aperture Science, Epstein. Haben wir noch irgendwas? Eppendorf. Eppendorf? Epstein haben wir nicht mehr. Also wir, ja, stimmt schon. Aber also ihr versteht schon, ich bin da was ganz. Du hast die Börse gelöst? Ja, naja, weil das sind alles, also wenn wir jetzt noch was finden mit App, dann wird das wahrscheinlich richtig abgehen. Ach so, weil einfach phonetisch offensichtlich ist es so unterreichen, so ein Sound, wo die merken, oh, da ist erinnert die ihr euch noch, fusionieren alle. Erinnert ihr euch noch vor Jahren, als wir Strategie-Meeting hatten und ich Appflix vorgeschlagen habe, dass wir das, dass wir Appflix bauen? Ja? Bist du gleich von zwei Firmen verklagt? Von Apple und von Netflix. Also ich erinnere mich an den Pitch. Ich hatte mal Bettflix. Nur Bettfilme? Dass man, nee, Bettflix, dass du Betten, hast eine Auswahl an Betten, bei denen, auf denen du schlafen kannst. Aber ich dachte, kurz davor nur hatte Nils Bumsen jetzt oder sowas gepitcht. Das war ey, Moment, das war unsere App, ne? Ich will nicht immer, ich werde immer rausgeworfen aus, das, so muss es hier den Zwillingen bei Facebook gegangen sein. So, ey, das war doch unsere Idee. Das war doch unsere Idee. Bumsen jetzt war unsere Idee. Naja, also das ist natürlich, wie wir das, wir haben ja so einen Solidarpakt. Wenn einer reich wird, werden alle reich. Deswegen ist natürlich, wir beide, ihr nicht. Ist Bumsen jetzt natürlich auch offen gewesen für Investoren? Für emotionale Investoren. und wenn Bumsen jetzt jemals ein Millionenunternehmen wird, dann könnt ihr sicher sein, dass auch ihr von der Gunst des Bumsen jetzt profitiert. Ede würde gerne wissen, worum es bei Bumsen jetzt geht. Das ist das Tolle an. Er vergisst immer alles und dann kann man ihm das nochmal erzählen. Das Problem ist einfach, dass ich mir sicher bin, dass ich auch schon viele Sachen erfunden habe, aber ich kann die nicht mehr, dass ich die nicht mehr claimen kann, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Und deshalb bin ich immer so in so einem Misstrauensding, wo ich mir sage, er kann das jetzt, könnte es einfach claimen und ich kann einfach auch. Du willst mir Bumsen jetzt abschreiten? Ich war nicht dabei, aber ich bin mir sicher, dass das ein kollektives Ding war. Aber vielleicht warst du auch dabei. Und vielleicht kannst du dich einfach nicht daran erinnern, das ist ja das Problem. Ja, aber Bumsen jetzt mit der Brille. Dein nächster Bums ist nur 150 Meter entfernt. Ja. Für den nächsten Bums die zweite Straße rechts abbiegen. Nee, das Geile ist, pass auf, Bumsen jetzt kann ja noch erweitert werden. Bumsen jetzt war natürlich im ersten Entwurf eine App, in der du dich dann auch der Realität stellen musstest. Durch die neue Brille hast du die Möglichkeit, jeden Bums so aussehen zu lassen, wie du es möchtest. Das heißt, die Leute werden zukünftig mit der Apple-Brille bumsen und werden dann einfach sagen, okay, mit wem möchte ich denn heute Sonic unterwegs sein? Sonic zum Beispiel. Klickst du, Sonic kostet dann aber im App Store 1,99, kostet der Sonic-Skin, kannst du den drauflegen und dann hast du halt mit Sex mit Sonic. Und das, da müssen wir denken. Und da in die Richtung müssen wir uns entwickeln. Das haben wir ja schon damals gesagt beim iPhone. Es bringt nichts, das iPhone zu erfinden. Du musst die iPhone-Hülle erfinden. Ne? Weil das ist viel einfacher. Das iPhone, dafür haben wir nicht die Technologie und so. Aber eine Hülle, ein Stück Plastik, was du aus dem Plastikdrucker aussuchen kannst, wo das iPhone reinpasst, ist genauso gut. Weil du hängst dich an die Entwicklung der Technologie einfach mit dran und lässt dich mitziehen. Und da müssen wir jetzt überlegen, jetzt ist der Zeitpunkt. Was brauchen wir für die Brille? Vision Pro. Genau. Was werden die Leute? Ein Lappen? Putztuch, genau. Scheibenwischer.
Ja, ist schon zu bisschen zu technologisch. Ja, zu hart. Wir brauchen das Putztuch ist einfach. Das Vision Pro Putztuch. Also perfide wäre es auf jeden Fall direkt auf junge Zielgruppen zu gehen. Das heißt einfach Spielzeug-Skibrillen in Form, also so, dass sie so nah wie möglich in die gleiche Form haben. Dass Kinder direkt das und dann kannst du so Folien reinschieben. Wie diese Dinger, die man früher hatte, die sich so gedreht haben. Ja. Weißt du, wo du dann klackst? Ja. Also das wäre das richtig perfide. Dann kannst du die das ist direkt. Augmented Reality. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, einen Ständer, wo das drauf passt. Ist ja immer so, PlayStation 5 Controller, du musst die PlayStation 5 nicht erfinden, aber es gibt 1 Million Stations, wo du den Controller draufstellen kannst, von jeder Firma. Warum das sind wir nicht so schlecht? Oder direkt so ein Akkupack, weil die Leistung wird garantiert aber 2 Stunden nicht ausreichen. Ja, aber das ist eigentlich wenig, ne? Ja. 2 Stunden, das ist ja heute auf dem Handy. Und wenn die das sagen, dass es 2 Stunden sind, sind es wahrscheinlich nur 1 Stunde nach einem Jahr. Das glaube ich nicht. Das ist es nämlich. Alle 2 Stunden die Realität zurück, Gott. Das will keiner. Gerade wenn du die Option hast. Ja. Das heißt, man muss so lange wie möglich drin bleiben. Und dafür braucht man den Akkupack von den Akku-Bros. Oh Gott, ich stelle mir das richtig vor, wie so. So ein Gürtel. Du siehst dann schon so die Fassade bröckeln. Der Akku ist leer und die ersten Texturen fahren schon so runter und du bist so ganz hektisch. Hey, ich brauche einen Akku. Wie so ein Junkie. Ja? Was? Faceplates. Mhm. Oh, für vorne, ne? So große Augen. Und wenn so. Du die ganze Zeit da rumläufst und willst nicht dieses Apple-Grau haben, sondern du kannst dir irgendwas da drauf klemmen. Dein eigenes Gesicht. Ja, sowas. Oder so Augenbrauen. Oder hast du so eine Kette mit dem Schnurrbart. Die Augenbrauen. Augen, so wobbly Eyes und Schnurrbärte. Ich glaube, das ist so ein Kit. So hast du verschiedene Fun Sachen. Fun-Kit für die Vision Pro. Das ist wirklich gar keine Dummie. Wie hieß der Typ noch mit diesem Gesicht, was immer so nach oben kam? Mit dem Gesicht? Was? Nee, du meinst von das war so ein, so ein Brettspiel und das war so ein Plastikgesicht und da musstest du dann, hast du eine Karte gezogen und musstest du die passenden Augenbrauen und die Potato Nase. Red? Nee. Ich weiß, wer bin ich? Ja. Dieses Wer bin ich? Nein, der kam dann immer so ein bisschen nach vorne und wenn du es nicht geschafft, irgendwann hat er halt ist dir quasi das ganze Gesicht entgegengeflogen. Ihr kennt das, Mann, wie hieß das? Ein bisschen kenne ich es, aber. Wie hieß es, dieses Spiel noch? In den 80ern, 90ern das, richtig bekannt. Kartoffel, Potato Head, Potato. Ich habe ja gerade gesagt. Ach so, hast du gesagt, naja. Ich glaube nicht, dass er. Was? Egal. Potato Head? Vielleicht Kartoffelmann? Kartoffelkopf. Ja, aber da müssen wir noch mal ran an die Peripherie der Vision Pro. Mhm. Was können wir anbieten? Das Rocket Beans Tuch. Vision Pro. Ich habe aber dasselbe nochmal gesagt, aber hey, cool. Aber du hast. Nee, du hast Vision. Das ist der Name, Alter. Den müssen wir jetzt. Aber an dich denken. Ja. Den müssen wir jetzt. Jetzt Vision Pro. Muss jetzt registriert werden, bevor das ausgestrahlt wird. Ja, aber du musst ja dann auch um diese neue Lizenz, muss ja auch Vision Po zum Beispiel, ist dann auch schon sehr phonetisch dran. Muss da ja auch kommst direkt zum Klopapier. Von Vision Pro Klo. Kommst du Vision Po. Ja. Vision Po. Mission Klo. Mission Klo auch. Mission direkt. Klo. Ey, das ist auch eine gute. Ich finde für Klopapier wäre das ziemlich cool. Wie wär's mit Mission Vision? Typen, die nur kommen, um. Kannst du. So, wir putzen ihre Brille. Sie, Mission Vision. Dann gehen sie wieder. Das Problem ist, ihr denkt zu klein und das ist immer euer Problem. Ja. Ihr redet nur über den deutschsprachigen Markt. Also, das muss natürlich auch im Englischen funktionieren. Wipe. Man muss eher so. Wipe, ja, wipe ist. Was sagt man noch? Was ist der englische Begriff zu. Swipe. Zu diesem. Wenn man so mit so einem Brillenputztuch. Clean? Clean, ist das ein. Sagt man dann clean? Ja. Sweep. Gibt's nichts Eleganteres? Swaggle? Feudel. Swaggle, finde ich Swaggle. Gut. Swaggle bin ich dabei. Swaggle ist gut. Der Swaggler? Ich weiß nicht, was du dich kaufst. Der Swaggle 5.0. Swaggle? Swaggle dir ein. Das habe ich schon. Achso. Ey, darf ich noch mal kurz auf eine Sache? Wir können gleich noch mal zur Brille, aber Mission Klo. Und da hast du diese Klopapier und da ist dann immer ihr Auftrag, sollten sie ihn annehmen. Und dann ist diese Toilette mal so richtig einzufärben. Oder sich mal den Hintern so richtig sauber zu machen. Oder so. Weißt du, da könnte immer was anderes draufstehen und du hast was zu lesen auf dem Klo. Und fühlst dich wie ein Geheimagent. Bist du bei einem Spiel? Bist du bei so Escape Room-mäßig? Bei Klopapier. Ja, ich glaube, er will einfach so kleine Quests aufs Klopapier schreiben, die man während des Kackens und erledigen kann. Vor allen Dingen lösen lassen, indem man kackt. Das ist das Wichtigste, weil das ist die einzige Sache, die du machen kannst. Diese Nachricht zerstört sich gleich von selbst. Ja, siehst du? You got it. Reicht schon. Du hast den Spirit gerade verstanden. Reicht das ist genau und das. Vielleicht sind da auch so kleine so Tangram-Rätsel oder weißt du so. Dokus und so. Ja, so. Wenn du es nicht hinkriegst,
Formen, die du schaffen sollst. Also theoretisch, wenn man Klopapier eine Rolle hat, dann ist das ja eigentlich auch schon die Urform von der Timeline, vom Runterscrollen, wenn man es überlegst. Klopapier. Das ist eine gute Idee. Deine Tweets als Klopapier-Timeline. Oh, das ist gut. Oh, das ist tatsächlich ziemlich gut. Das passt auch bei mir. Das könntest du an die Linken könntest du das verkaufen mit rechten Tweets und umgekehrt. Oh. Das heißt, du politisches Klopapier. Ja. Hast du gerade politisches Klopapier erfunden? Ich habe. Das ist ja super. Die eine Sache, Klopapier. Die uns eint, habe ich jetzt auch geschafft, uns zu trennen. Das, ey, wie gut ist denn gut. AfD Klopapier? Mhm. Du kannst dir jeden Tag mit der AfD den Arsch abwischen. Wir machen, ja, das kannst du, mach was für alle Parteien einfach. Und dann ist die Zielgruppe gleich 100%. Und das Geile, in Amerika brauchst du nur zwei verschiedene Produkte. Ja, das war ja auch. Und da reicht auch nur, wenn du ein Logo drauf machst. Die wollen gar nicht lesen. Die wollen nur Demokraten. Die anderen, da brauchst du einfach nur die anderen draufschreiben. Reicht vielleicht auch. Die anderen, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Also, ich sage euch, da ist beim Klopapier haben wir noch Potenzial. Wir vielleicht keine Parteien, sondern einfach Programmpunkte, dass du dann so Tempolimit. Oh, den zeige ich dir was, 120. Tempo Limit, dann wäre eher was für Taschentücher, oder nicht? Hä? Wegen Taschentücher. Lass uns über Klopapier reden. Was für Klopapier benutzt ihr? Habe ich nicht verstanden. Premium? Ist nicht fünflagig? Nee, vierlagig? Nee, dreilagig? Nee, nee. Gut, wir sehen, also ich wollte das ja nur kurz mal so einwerfen. Es ist noch, also von wegen, ihr könnt noch reich werden. Ihr müsst nur was aus den Ideen machen, die wir euch hier einfach hinwerfen. Schon vergessen wieder, das ist das Problem. Vor allem jetzt, Nils, hast du mal drüber nachgedacht, dass du jetzt mit AI Bumsen jetzt ja wirklich entwickeln könntest? Weil es ist ja einfach eine sehr simple App. Und du könntest eine App entwickeln lassen mit irgendeiner AI, das kriegst du hin und dann kannst du mal gucken, ob das jemand nutzt. Ja, also ich nein, überhaupt nicht. Ich warte natürlich schon wirklich seit Jahren, dass die gesellschaftliche Strömung sich derartig entlangschlängelt, dass ich sage, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Weil was wir Businessleute immer predigen, ist ja, es gibt zwei Komponenten. So, das eine ist das Produkt und das andere ist der Zeitpunkt. Aua. Ne? Und du kannst halt auch, wenn du ein super Produkt hast, aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung stimmt nicht, dann wird es nicht funktionieren. So, du musst halt auch lauern, wie so ein Panther, wie ein Jaguar im Gebüsch musst du drauf lauern und dann zubeißen. Da ist er, so, das Panther. Ist, ja, das ist eine sehr gute Taktik. Ja. Einfach warten, genau. Bis es soweit ist. Warten, bis es soweit ist. Auch die Geduld ist wichtig. Aber der Zeitpunkt des Zuschlagens ist das Entscheidende. Ja, genau. Wann. Nicht zu früh, nicht zu spät. Richtig. Der Panther weiß ja auch genau. Und auch der Jaguar. Und der Jaguar wissen genau, wann sie losbeißen müssen. Mhm. Beißen sie sich gegenseitig auch mal? Ist ein Jaguar und Panther nicht das gleiche? Nein. Nee. Wo ist der Unterschied? Panther ist schwarz, Jaguar ist aber kreisbefleckt. Was ist ein Leopard? Aber das, der. Die Leopard hat die. Nein, hör doch mal zu jetzt. Die wollten wer, mir uns über Tiere erzählen. Wer die Striche? Der Panther, das ist das Geile an einem Panther. Das bezeichnet nur die schwarze Fellfärbung. Das heißt, ein Leopard kann ein Panther sein, aber ein Jaguar kann auch ein Panther sein. Ist Panther ein Mindset? Wir reden über die Panzer, ne? Und Pantau. Und die. Was? Okay. Nein, wirklich, also Panther ist keine eigene Spezies. Aber dann habe ich ja recht gehabt. Ja, also du hast die nicht Unrecht gehabt. Spezies. Das ist deiner Form, mir recht zuzustimmen. Naja, du weiß nicht, ob du das jetzt so gesagt hättest. Aber Pandas essen auch nur Eukalyptus. Ja, das stimmt. Da gibt es ein gutes Bit von. Ich weiß gar nicht, welcher Stand-Up-Comedian ist, der einfach nur gesagt, wie faul, als wenn er ein Tier wäre, wäre gern ein, ich glaube, Jim Jeffries war es, im neuen Special, ja. wo Koala-Bären sind so faul, dass die warten, bis der Waldbrand direkt neben ihnen ist, während sie da sitzen und kauen. Ja, da geht es auch darum, dass das absolut verachtenswerte Tiere sind. Das sind aber Koalas. Koala-Bären, ja. Ja, aber ich dachte, wir reden über Koalas. Nee, wir waren bei Pandas, aber ich habe es mit Koala-Bären verwechselt und einfach weitergemacht. Ey, weil du warst bei Pandas, weil es auch eine Punchline war. Aber die Koalas sind die Panther der Pandas. Das ist korrekt. Habe ich dich richtig verstanden? Richtig. Gut. Ein Panda-Bär ist doch, das sind doch die dicken, schwarzen, weißen. Ja, die ist ausschließlich in China gibt. Und, beziehungsweise ausschließlich von China verschenkt werden. Die haben jetzt aber einen ganz weißen Panda entdeckt. In freier Wildbahn das erste Mal. Oder vielleicht auch im Zoo. Ich weiß gar nicht, ob es die noch in freier Wildbahn gibt. Diese Tiere sind ja so unfähig in der Reproduktion. Die haben schon längst aufgegeben. So die Evolution hat irgendwie wie so dünner werdendes Haar, hat die Evolution den Panda einfach so auslaufen lassen. So eine dumme Idee, okay, die bumsen nicht mehr. Lass sie mal. Dann kamen wir und dann kam der Mensch und sagt, oh, hier, buh, der irgendwie. Und dann werden die hier zum Bumsen gezwungen. Und ja, werden denen irgendwelche Filme gezeigt. Oh, wo so ging das und so. Und dann so werden die künstlich am Leben. Also eigentlich sind die ja schon längst ausgefadet. Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir so Augmented Reality Brillen auf Tiere setzen und verändern dadurch irgendeine Entwicklung bei Tieren, weil die dann irgendwas da steuern können. Oder du kannst denen so Steuerelemente geben, die ein Tier checkt und plötzlich
keine Ahnung, ich denke nur, weißt du? Also mit VR hat man das ja schon probiert, das Tieren so aufzusetzen und teilweise funktioniert das sogar. Also die akzeptieren das als Teil ihrer Welt, wenn man ihnen die nicht mehr abnimmt. Was sollen sie auch machen? Aber es ist tatsächlich interessant. Also es ist super spannend. Vor allen Dingen, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir vorhin über die Steuerung gesprochen haben, das mit der Tastatur wusste ich noch nicht, weil ich den Trailer noch nicht gesehen habe. Aber was ich gelesen habe, ist ja, dass du das auch die Menüs mit Augen steuern kannst. Und das kennt man ja jetzt von der neuesten PlayStation-Brille. Und da funktioniert das ja auch wahnsinnig gut. Dass die checken, wo guckst du hin. Und das ist ja auch eine Sache, die man gar nicht mehr bemerkt. Das heißt, irgendwann steuerst du dich durch die Menüs mit Blicken, ohne es wirklich noch konzentriert. Du guckst da nicht so, okay, jetzt das. Okay, jetzt das, sondern du machst es einfach. Und halte ich schon für eine gute. Also, das von den Händen wegzunehmen, finde ich gut. Rein auf die Augen, auf Eye-Tracking zu machen. Zumindest das, was geht. Super schnell, ne? Also. Ja, es ist schnell, es ist vor allem aber auch sehr verräterisch, ne? Weil du natürlich teilweise sehr unbewusst deine Blicke schweifen lässt. Mhm. Und wenn die dann genau wissen, okay, wissen die jetzt eh schon, das ganze Supermarktregale sind schon wieder diese App designed. Ja, das ist so, wo du unbewusst hinguckst, das haben die ja schon ganz bewusst. Ja, diese Bückware so. Oder so, alles auf Augenhöhe ist teurer. Ja. Ja. Und so werden die genau tracken. Ja, ich hab's immer. Ah, ne? Ich hab's dir mal aufgerufen. Ja, das ist schon die Produktvorstellung, die geht ein bisschen lang, aber da sieht man mal so, für alle, die uns jetzt als Videopodcast gucken, die Hörer und Hörerinnen müssen jetzt leider. Gab's schon Infos zum Tragekomfort? Hat irgendeiner mal getestet und was gesagt? Weil das würde mich auch interessieren. Nee, also sie selber haben gesagt, dass es sehr gemütlich sein soll. Aber das ist natürlich tatsächlich auch, wenn du halt die ganze Zeit das Ding spürst, ne? Ich hab nur gelesen, doch schwerer als man gedacht hat. Technisch total geil. Also die Bildqualität soll sehr, sehr gut sein, so wenn man durchguckt. Aber es ist dann doch, also eine Frau hat das geschrieben, die auch so eine Journalistin ist, die ist einfach schwer für sie gewesen. So, also sie hat einfach, sie war überrascht, wie schwer das ist für sie. Ne, so. Aber ich meine, deshalb sagte ich ja vorhin auch irgendwie, das ist Vision Pro 1. Ne? Ja. Und wenn wir an den ersten iPod oder was auch immer denken, da kann man sich ja noch auf die Weiterentwicklung dann freuen. Und aber sie hat ja hier schon ein Kabel. Ja, das ist ein Akku-Kabel. Kannst auch einen Schnorchel noch dazu, Apple-Schnorchel. Ja, das ist zum Beispiel eine gute Idee. So als Gag einfach. Kann man vielleicht auch verkaufen. Für 800 Euro. Ja, vielleicht für 80. Also von wegen Preis auch, ne? Guck mal, überleg mal, auch höherpreisig, aber gerade auch in unserer Bubble, ein guter Fernseher ist wichtig für Zocken und für alles so, ne? Es gibt auch Leute, die geben halt auch echt 2000 Euro für einen fetten Fernseher aus, dann nochmal irgendwie X für eine Konsole oder so, weißt du, für Peripherie. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Produkt, wenn da alles schon drin ist, vielen auch einfach reicht, dann brauchen die auch keinen Fernseher mehr. Ja, und so, weißt das, also. Ja, aber genau, also wenn du dann, also das ersetzt natürlich jetzt, das ist eine andere Art zu gucken, wenn du sagst, okay, pass auf, für dich alleine, ich weiß zum Beispiel nicht, kann man das synchronisieren theoretisch, wenn du sagst, ey, du willst zum zweiten Film gucken, ihr setzt euch beide die Brille auf, da bist du schon mal voneinander entkoppelt. Aber ob die sich synchronisieren können, weil natürlich so, dass du jetzt gemeinsam irgendwie auf der Couch lungerst und einen Film guckst und auch mal aufstehen kannst in die Küche, um Snacks holen und so, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass das für so introvertierte Menschen, die alleine rumlungern, irgendwie auch geil ist. Aber du guckst, weiß ich nicht, du guckst diesen Film und dann geht der Akku zwischendurch aus oder so. Keine Ahnung. Aber ich will es auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin super interessiert, aber ist jetzt auch nicht alles geil vielleicht. Ja, tu mich auch, ich mag Technik, aber dafür so viel Geld ausgeben, für die erste Version, das tut mir auch, würde mir wehtun. Also ich würde es gerne ausprobieren, aber der Reiz ist nicht so. Was würdet ihr maximal zahlen dafür? 2 Euro. Das ist doch schon ordentlich. Ja, aber es kostet fast doppelt so viel, ne? Ja. Und ich bräuchte eine längere Akkulaufzeit, weil 2 Stunden ist ein Witz. Da weiß ich schon, dass ich mich nur ärgere und dass das vor allen Dingen nach einem Jahr nur noch 1 Stunde ist. Und da habe ich keinen Bock mehr. Ja, vor allem für die Use Cases, die sie in dem Video zeigen, ist 2 Stunden ja eigentlich Quatsch, weil wenn du einen Film gucken willst oder arbeiten willst oder so, dann. Vielleicht gibt es ja auch einen Netzstecker dann noch. Mit Sicherheit, du wirst ja nicht nur. Also wenn du auf der Couch lungerst oder so, weil. Ja. Oder sie haben es extra gemacht, du musst es über das Akku-Pack machen, um diese Pausenzeiten einzuhalten. Wir werden wieder einen neuen Slot erfinden, irgendwie Thunderwire oder irgend sowas. Genau, den es nicht gibt, den nur die entwickeln, 40 Euro Ja. für ein Kabel. Ja.
Aber die haben jetzt für die iPhones, also generell für die Telefone ja in der EU beschlossen, dass du Standard USB 2.0 machen musst. Hm. Was natürlich dann super ist. Mal gucken, was USB-C, meinst du? USB-C, USB-C, whatever. Ja, Entschuldigung. Ja, aber müde. Du meinst Kabel. Ich bin richtig müde. Ich bin richtig müde. Ich kenne das, wenn ihr super müde seid und ihr habt die ganze Zeit, also das ist ja so ein Gefühl, also man, ich spüre das immer in den Augenlidern, dass die wirklich schwer und träge sind und so ein bisschen bissig, so leicht bissige Augenlider. Und man vom Gehirn, was man wirklich weiß, in dem Moment, ich bin nur so zu 48% gerade, also wie so beim Computer, wenn du zu viele Tabs, also zu viele Prozesse im Hintergrund offen hast und du musst dann erstmal in den Taskmanager gehen, um ein paar Sachen zu beenden. Und du weißt, ich bin bei 48% gerade maximal. So geht's mir gerade. Aber das ist gut, das lässt nämlich den anderen hier die Möglichkeit, auch was beizutragen. Aber seid ihr nicht auch 48%? Ich bin immer auf 48%. Ich bin überraschenderweise, obwohl zu früh ist, relativ fit. Budi, was bei dir? Du siehst auch fit aus. Ich überlege gerade, wo ich bin. Ich bin auch eher so bei 60. Ja, so 60. Wann haben wir uns gegenseitig bei 100% erlebt? Ui, das ist eine sehr gute Frage. Wann? Also 100% glaube ich nie. 100% von deinem Vermögen, ne? Jetzt nicht. Wann gab's das? Ja. Wann haben wir 100% Budi das Foto gesehen? Geschossen haben, nachdem wir in Düsseldorf, als wir uns wiedergesehen haben, das war so ein Moment, wo 100% war. 100%? Das ist aber schon lange her. Ja. Seitdem ging es prozentual runter. Also als wir zusammen in Amsterdam waren, da würde ich sagen, waren es eher bei 15. Ich wollte gerade sagen, in Amsterdam war weit weg von den 100%. Naja. Odo Water war schon sehr, sehr gut. Odo Water. Doch 100% würde ich sagen, auf dem Hausboot, was so einfach das Freiheitsgefühl, das Spaßempfinden angeht. Da war ich bei 90. Wart ihr bei 1000%, als ihr dann geangelt nach habt? 2 Minuten keine Geduld mehr hattet. Das stimmt. Wir haben eine Stunde geangelt. Wir haben über Nacht die Angeln eingehakt und drinne gelassen. Am nächsten Morgen sind wir hingegangen und haben der Maiskorn, den wir dran gemacht haben, warum auch immer. Keiner wollte es. Die Fische haben unsere Angeln abgelehnt. Ja, irgendwie demütig. Das war wirklich lame. Also das war die schlechteste Investition, sowohl finanziell als auch zeitlich. Ich habe meine Angel jetzt übrigens, hab die noch. Wie hast du die noch? Ich hatte die noch und ich habe die jetzt Alex geschenkt, weil der macht jetzt so einen Seven vs. Wild-mäßigen Schweden-Trip und will dann natürlich auch angeln. Und da habe ich nur gesagt, hier, die hat mir schon gute Dienste geleistet. Ja, also unbenutzt. Hab ihm die Angel geschenkt. Weil du gerade Seven vs. Wild gesagt hast, ne? Ich muss auch sagen, so 3.500 Euro ist echt viel Geld. So. Und ich überlege gerade, wenn ich jetzt 3.500 Euro hätte, also gar nicht so von wegen, wie viel würde ich für die Brille bezahlen, ohne es irgendwie werten zu machen. Ich hätte jetzt gerade eher Bock auf einen geilen Urlaub. So, weißt du, was ich meine? 3.500 Euro, da kannst du auch ganz schön viel geilen Urlaub machen. Natürlich, aber das ist ja immer die Frage bei solchen Sachen, egal ob das ein Fernseher, ein Auto, ein whatever ist. Wenn du, ich rechne auch oft in Urlauben und dann denke ich immer, das kostet so viel wie, weiß ich nicht, 2 Wochen in die USA und richtig geil leben. Oder, na gut, bei 3.500 eher nicht, aber whatever. Was ich eigentlich sagen will ist, das ist aber dann halt vorbei. Ne? Ja. Also du kommst zurück, während der Zeit ist es halt geil, Urlaub ist geil, während du Urlaub hast, aber eine Woche nach dem Urlaub ist die Kohle weg, der Urlaub ist weg, aber die Apple-Brille, die ist dann noch da. Plus Augmented, du kannst so viele Urlaube machen, wie du willst mit dieser Brille. Exakt. Ja, ist so, jede schäbige Betonplatte kann ein Planschbecken sein, in das du natürlich nicht reinspringen darfst, aber du kannst es Waschbecken machen und dann dich so... Ja. Ist aber auch krass. Die einzigen, die wirklich davon profitieren würden, diese Brille zu haben, weil sie dadurch ihre triste Wohnung vielleicht verlassen können, die haben natürlich die Kohle nicht. Ne? Das ist schon auch perfide. Weil die eh aus dem Fenster gucken und den Strand sehen, die holen sich dann diese Brille, damit sie dann augmentiert am Strand liegen können. Aber die brauchen es gar nicht. Die haben es real schon. Also was ich damit sagen will, ist, die Brillen sollten subventioniert sein und einfach, jeder sollte eine haben. Kriegen vom Staat. Ist auf jeden Fall günstiger, glaube ich, auf Dauer, als kosmetisch einzugreifen in die Umwelt des Menschen. Ja. Wenn man sagt, so, ey, was ist ein Rechenbeispiel? Was aber dann bist du ja im Prinzip bei der Matrix. Ja. Das ist ja einfach. Hier ist ihr Device. Mach keinen Ärger. Nächster. So, das ist ja im Prinzip. Das hat schon was von Black Mirror, ne? Das ist Black Mirror, ja, auf jeden Fall. Also so kleine Kinder, die so eine Brille schon so aufhaben oder so. Aber auch sind die auch ein bisschen klein. Kennt ihr diese Black Mirror-Folge, wo die auch, welche war das? Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr so genau zusammen, aber wo die dann so eine Firewall für ihre einrichtet für ihre Kinder, die dann auf dem Schulhof ist und gewisse Kinder sind geblurrt. Genau, sogar, ja. Und sehen die dann gar nicht mehr. Ja. Und so, da gibt's so eine Black Mirror-Folge, das geht ja schon
also es ist ja oft. Spiel das nicht ja mit den Schmuddelkindern, ne? Genau, das ist das so ungefähr. Es ist echt näher dran, als man denkt. Krass, krass, krass. Tja. Also wir werden immer isolierter, egoistischer und immer manischer auf uns fixiert und auf unsere schnelle Belohnung sozusagen. Nur wenn man sich das leisten kann und will. Wann kommt die eigentlich raus? Was nächstes Jahr. Aber auch erstmal, glaube ich, nur in Amerika, glaube ich. Also der Launch für Europa wird erst noch angekündigt. Ich frage mich echt, wie, also ich könnte nicht sagen, ob da ein mega der Run ist dann auf die Geschäfte oder ob das Ding in den Regalen liegt. Ich könnte es nicht vorher sagen. Doch, bei Apple also, doch immer. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das wieder mal bei Apple hatte, war dieser M1-Chip. Da habe ich einfach nur, dann habe ich mir so viel Shit dazu reingelesen, warum ist dieser neue Chip jetzt so schnell? Was, wie, M2 wird auch schon angekündigt, was ist da los? Und dann habe ich, da habe ich gemerkt, okay, fuck, ich hätte wirklich gerne das, was ich höre, auch von ganz vielen aus meinem Umfeld, von meinen Peers, wie fantastisch diese schnell und leise und Akkulaufzeit und alles, diese Powermaschinen geworden sind. So. Und da habe ich richtig gespürt, ich will jetzt auch so einen haben. Und ich glaube, das wird bei den Brillen genauso sein. Das ist so, es poppen Leute auf. Wir selber kennen ein paar, die sich das auf jeden Fall holen. Und dann ist man vielleicht auch mal da und probiert die auch aus irgendwie. Und dann kann man ein besseres Verständnis dafür kriegen. Also du wirst diese. Wie muss man sich das vorstellen, so deine Peers? Wie, was? Mit dem M1-Chip, kommen die dann zu dir und sagen, Badi. Also, Badi zum Beispiel ist. Nein, also jemand soll sagen, du surfst wohl noch mit dem M0-Chip. Der M0. Ich hab schon M1. Und du gehst nach Hause und denkst, Wenn du dir Videos anguckst, wenn du große Renderprojekte, Videoschnitt hast, und du krebst einfach nur rum, weil die Dateien, die du verarbeitest und das Projekt, was du halt hast, ist so groß, dass die Rechner, mit denen du vorher gearbeitet hast, die vor 5 Jahren die Pro-Linie waren, schaffen das nicht mehr. Das heißt, sobald du abspielen willst, dauert das. Und der M1 aber, bup, geht. Kein Stress. 4K-Material, flop, ab die Post. Das ist das, was ich meine Peers, mein Umfeld einfach gesagt bekommen habe. Digi, das ist der Shit. Da ist nichts mehr mit warten. Und dann willst du das auch. Ja, die Xbox auch gesagt, komm raus ohne Ladezeiten. Ja, und? Ist bis heute nicht passiert. Ist korrekt. Ist ja erst 15 Jahre her. Na, es gibt manche Spiele, aber die meisten laden irgendwas immer noch. Die Xbox irgendwas wird immer geladen. Ja, weiß ich nicht. Kommt auch aufs Spiel an, ne? Kommt auf das Spiel. Bestimmt Spiele, die keine Ladezeiten haben. Ja, also man muss sagen, also Halo zum Beispiel hat es damals halt gut gemacht, dass sie einmal geladen haben. Und dann ist das so ein bisschen durchgestreamt immer. Das haben sie ja schon hingekriegt. Aber vielleicht meinen sie auch ohne Ladeunterbrechung. So wie früher bei Premiere der Werbeslogan. Ohne Werbeunterbrechung und dann in der Fußballhalbzeit 15 Minuten Werbung durchgehend. Durchgehend. Was ist damit eigentlich passiert? War das nicht früher das Verkaufsargument? Das war doch früher bei Premiere und Sky war doch das Verkaufsargument ohne Werbung. Deshalb zahlt man ja so viel. Ja, nee, ohne Werbeunterbrechung. Damals war das ja so. Aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass du herkömmlich im Kabelfernsehen, wenn du einen Spielfilm geguckt hast, dann gab es alle 30 Minuten spätestens einen Werbeblock, hatte ich aus dem kompletten Film rausgezogen. Und bei Premiere war das so, dass du dann diesen Film ohne Werbeunterbrechung gucken konntest, aber davor und danach gab es natürlich Werbung. Und heute ist es ja auch so, wenn du irgendwie, du zahlst ein Heidengeld irgendwie für Sky und dann hättest du nach Hause, das Spiel fängt an. Machst irgendwie an und dann auf Sky Go oder whatever und dann kommen erstmal 5 Werbespots und du denkst, fuck, das Spiel läuft schon, zeig mir das Spiel. Okay, ich verstehe. Und dann kommen die ganzen Pre-Rolls und dann dann ist es in der Halbzeitpause so, dass die ganze Zeit Werbung ist, dann kommen die kurz zurück und sagen, hey, wow, hier, guck mal, das Tor, geil, 10 Sekunden und wir sehen uns gleich, tschüss, wieder Werbung, weil ich glaube, es gibt irgendein Gesetz, dass du nicht 15 Minuten am Stück Werbung machen darfst. Aber im Prinzip ist es 15 Minuten Werbung. Das Schlimmste ist Boxkämpfe, was ich gesehen habe. Oh. Boxkämpfe war grausam. Das war wirklich für den Arsch. Ich meine, 2 Runden Rundenzeit, und dann hast du 1 Minute Werbung. 2 Minuten Kampf, 1 Minute Werbung, also das ging gar nicht. Aus dem Grund kann ich sowas wie Super Bowl nicht wirklich gucken oder genießen, weil irgendwie ist auch alles so in die Länge gezogen. Ich finde es in der NBA ist auch schlimm, weil die machen ja teilweise in der NBA machen die ja extra Timeouts, die angeordnet sind von den Fernsehsendern. Ne? Hm. Also wo dann gesagt wird, so, weil die in den Timeouts halt die Werbung machen und dann wird signalisiert, so jetzt bitte ein Timeout machen. Da greift dann wirklich das Wirtschaftliche greift ins Sportliche ein, ne? Weil vielleicht würde der Trainer gar nicht eine Auszeit nehmen, jetzt weil es das Spiel nicht hergibt, aber. Ja, aber die machen das, weil die ja wissen, dass das die Party zahlt. Die sind ja wenigstens ehrlich
und lügen sich nicht in die Tasche und versuchen, das so eine Bolzplatz-Event zu machen, wenn es im Prinzip einfach nur auf dem Fundament des Geldverdienens steht. Aber es gibt zum Beispiel beim Football, weil du gerade sagst, in die Länge gezogen, so ist es, ne? Insbesondere beim Football ist es ja so krass, weil du ja dann diese Spielzüge hast, die dann maximal 5 Sekunden gehen. Und es gibt aber auch so Highlight-Zusammenschnitte, wo einfach nur alle Spielzüge aneinander geschnitten sind. Und dann kannst du das komplette Spiel in 10 Minuten sehen, Stunde, ja. Anstatt in 3 Stunden. ja, also wirklich, beim Football ist es ja wirklich krass, weil du kannst ja, also bei anderen Sportarten die Netto-Spielst. Ne, genau, weil die halt quasi durchlaufen und du hast die Unterbrechung als Teil des Spiels. Beim Football kannst du ja wirklich jeden einzelnen Spielzug einfach aneinander cutten. Gut, die ist haben das ungefähr die Ratio, weil ich habe echt. Ja, die haben, also das, das, ja, das Spiel geht ja 4 mal 15 Minuten, ne? Und dann offiziell. Und dann hast du aber auch noch ein bisschen Leerlauf, bis sie dann den Ball unter den, zwischen den Beinen schmeißen. Aber du kannst es natürlich aneinander cutten und dann fällt das alles weg. Oh, ich habe überhaupt keine Ahnung von Football, Alter. Immer noch nicht. Werde ich auch, glaube ich, nicht mehr haben. Ach, bin auch froh, dass das hier nie wirklich Fuß gefasst hat. Ich wehre mich gegen all diese Geschichten. Halloween. Football, diese ganze Amerikanisierung von Sachen, die wirklich blöd sind. So. Aber sind sie ja gar nicht. Sind sie? Nicht? Halloween finde ich 1000 Mal cooler als Karneval. Okay, das stimmt, aber es gibt halt nun mal schon Karneval. Du kannst ja nicht sagen, okay, dann das machen wir das jetzt cooler. Die hat ja nicht Karneval gekillt, sondern die haben ja St. Martin gekillt. Halloween hat St. Martin gekillt. Also, ja, und das stimmt, ist aber, du hast recht, den gibt's gar nicht mehr. Das ist aber im Prinzip eigentlich auch mal eine faire Umkehrung der grundsätzlichen Entwicklung, weil das Halloween ist ja im Prinzip so ein heidnisches Fest, was ja, glaube ich, aus Irland oder so seine Ursprünge hat. Und es ist ja eigentlich immer so gewesen, dass der christliche Glaube genau diese alten Bräuche gekillt hat. Und St. Martin ist natürlich als ein Christ dann jetzt auf einmal derjenige, der von diesem alten heidnischen Fest kulturell vertrieben wird, was ja so ein bisschen antizyklisch ist auf die letzten 2000 Jahre betrachtet, ist nur fair eigentlich, dass auch mal ja, aber, von der Seite aber ja. Mal befreit von sämtlichen religiösen Kontexten, denke ich mir halt, okay, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir uns einfach irgendwas Cooles ausdenken, wo alle dran teilnehmen. Wenn dann einer sagt, ey, wie wäre es ein Tag, alle verkleiden sich irgendwie und wir gehen von Tür zu Tür, jeder beschenkt sich und Hauptmotto ist eher so Horror und blutig mit einem Augenzwinkern. Kann aber alles sein. Kann alles sein, aber ist schon geil. Also es ist mal eine Möglichkeit. Sexy Hexen geht auch. Auch mal eine Möglichkeit, irgendwie so sich den Kopf aufreißen zu schminken, also als ob die Gehirne rausgehen. Das finde ich erstmal also, generell als Konzept, dass sich darauf alle einigen. Finde ich erstmal unterhaltsam. Da stimme ich dir zu. Ich will das auch. Also es ist von allen Feiern auch mein Liebstes, gebe ich auch zu, weil ich dem Horror auch zugeneigt bin. Aber mir geht's irgendwie gegen den Strich, dass das so einfach über die Jahre so draufgefropft wurde auf unsere Kultur und das nie hinterfragt wurde. Ich von mir aus. Aber ich, also wenn ich Kinder hätte und dann musst du denen vorher den ganzen Scheiß kaufen, dann erwartet jeder, dass du Süßigkeiten da hast. Dann erwarten die, dass du mit deinen Kindern einmal ums Haus gehst. Dann will jeder Dritte deine Kinder essen. Weil, also weil es die perfekte Gelegenheit ist. Da gehen immer jedes Halloween gehen Kinder verschwunden. Kinderschwunden. Du kommst immer mit einem Kind weniger zurück, als du losgegangen bist. Also global gesehen hast du am Ende auf jeden Fall ein bisschen weniger Kinder. Da bin ich mir ganz sicher, dass da auch welche durch die Ritzen flutschen. Und irgendwie sehe ich den Nutzen nicht. Aber gut, also ich zum Beispiel, St. Martin. Ich habe schöne Erinnerungen an St. Martin, weil da gab es immer diese Teigdinger. Hast du so komische Teigsachen immer gegessen, hast genascht. Und ich weiß noch, es gab diese bei den Umzügen ja diese Laternen. Das gibt's auch immer noch. Ja, okay, aber ich habe noch ganz konkrete Erinnerungen, dass ich immer eine wollte mit Elektro, weil alle coolen Kinder hatten immer was mit so Elektrolampe und ich hatte immer mit einer Kerze, die ich natürlich, ich ab der Hälfte ist meine Laterne natürlich abgefackelt. Immer. Aber da warst du einer von den Coolen. Nee, ich fand das immer voll scheiße, ich hatte plötzlich keine Laterne mehr. Ich musste dann mit dem Stock, mit dem verbrannten Stock, weil du geil warst, dass du echtes Feuer in der Hand hattest. Und die anderen Kinder, denen wurde das nicht zugetraut und deshalb hat es eine Glühbirne gehabt. Genau, siehst du was? Und mir wurde es zugetraut und offensichtlich hat es nur für Komplexe gesorgt. Und ich hab's ja auch nicht, ich hab ja gefailt. Mir wurde das Feuer anvertraut und ich habe es verloren. Ich habe auch noch so eine krasse Erinnerung an so einen Laternenumzug. Da muss ich, weiß ich, 5 gewesen sein oder jünger oder so. Ich habe diese Laterne und sie fängt natürlich auch Feuer. Und brennt und dann sehe ich irgendwie von rechts kommt, also aus der damaligen gefühlten Perspektive Schuhgröße 188, so ein Feuerwehrstiefel und
tritt diese brennende Laterne halt auf. Oh nein. Und ich weiß, in meinem kindlichen Erinnerung kommt halt so von rechts dieser gigantisch große Stiefel und zermalmt meine Laterne gnadenlos, als ich hier Feuer gefangen habe. Das hat sich irgendwie eingebrannt im wahrsten Sinne. Mhm. Natürlich aus heutiger Sicht, wenn ich das jetzt nochmal sehen würde, aus objektiv gefilmt von jemandem, dann wäre das wahrscheinlich völlig lächerlich. Aber so habe ich es irgendwie abgespeichert als Kind. Und das war in der Kita, in der alten Kita gab es zum Laternenlaufen, und ich weiß immer noch nicht warum, eine Samba-Truppe. Naja. Das war wirklich so eine Samba-Truppe. Das gab es jedes Jahr. Jedes Jahr Samba-Truppe vorneweg. Nee, in der Kita von unseren Kindern. Ach so. Und ich habe das nie, ich habe auch gefragt, hä, warum? So, und alle so, ja, keine Ahnung. Also, haben wir halt so. Also, es war schon Laternenumlauf. Die haben halt auch so diese klassischen Lieder und sowas halt zwar auch geübt, aber bei dem Umzug selber sind vorneweg einfach so richtig laut. Dung, 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 dung. Weißt du, es war nichts mit Herbst und nee, aber es ist einfach so ein Samba. Nee, einfach ein Samba-Umzug durch die Nachbarschaft. Mega laut, ey. Irgendwie lustig, aber es passt halt echt. Ich hab's aber auch nicht hinterfragt. So von wegen so, okay, ist das jetzt scheinbar so? Ja, gut, okay, dann ist das ja so. Ja. Siehst du, da wird dir deine Kultur genommen. Ja. Ja, was? Ja, was? Ich kann damit leben. Also, welche war davon? Nicht so gut. Also scheinbar vielleicht früher, da wo ich ursprünglich hergekommen wäre, hätte man wahrscheinlich noch um Leben und Tod gekämpft. Ich weiß es doch auch nicht, was man gemacht hat. Da gibt es Tee-Zeremonien. Ich weiß nicht, welcher Tee cool ist. Weiß ich nicht. Tee-Zeremonien. Tee-Zeremonien. Ganz feste Regeln. Abkürzung TC. Ich habe auch gehört. Tee? TC. Zeremonien. Zeremonieren. Ja, ey, irgendwann fing das mit Halloween halt auch an und ich fand es am Anfang auch so ein bisschen, ach, naja, nicht noch mal irgendwie sowas. Und klar, die Kids fahren da voll drauf ab. Ja, das ist irre. Also klar, es gibt Süßigkeiten, ist abgefahren so, es ist lustig, es ist dunkel, ne? Irgendwie andere gehen voll steil, machen Halloween-Partys, werden wir nicht machen. Also das ist jetzt so Bestandteil geworden so halt, ne? Es ist natürlich auch echt ein bisschen cooler. Ich bin auch da, was das angeht, hänge ich natürlich auch erstmal an meiner eigenen Vergangenheit und denke so, ey, ich bin St. Martins hingegangen, ich habe an die Türen geklingelt, ich habe ein Lied gesungen und die Kids kommen heute an und sagen Süßes oder Saures gehen mit der Grund, also wir sind damals mit der Grundeinstellung reingegangen, okay, wir müssen uns das verdienen. Die Kids gehen heute mit der Grundeinstellung rein, gib mir was oder ich mach dir irgendwas kaputt. Scheiße zusammen. Gib mir was oder ich mach dir was kaputt. Und da kann man natürlich auch so ein bisschen knarzig sein, aber wenn man mal ehrlich ist und ich bin mit meinem Sohn auch, der liebt Halloween, so der hat teilweise Monate im Voraus minutiös geplant, als was wir gehen, so. Könntest du als großer Feuerwehrstiefel gehen. Und er war genau, wer ist im Vampir-Clan, so wer ist in diesem Ding drin. Und dann gehen die da raus und die ganze Siedlung war geschmückt und die alle haben mittlerweile, es ist eine Geisterbahn, ne? Die ganze Siedlung ist eine Geisterbahn, überall sind irgendwelche, die übertreffen sich gegenseitig mit irgendwelchen Skelettpuppen, die dann Geräusche machen, Lichteffekte, Riesenspinnen, und Leute teilweise haben ganze so schauspielerartige Ambitionen und verkleiden sich dann auch und dann musst du da so durch und dann kommt ein Werwolf um die Ecke und da und die, egal, also es ist ein Riesen-Event und für die Kids ist das so viel geiler als dieses St. Martin. St. Martin war ein guter Mann. Von hier bis nach Köln. Und ich hätte gerne Walnuss als Belohnung. Ja. So, das ist natürlich ist es viel geiler, brauchen wir nicht reden. Ja, jetzt wo du es gerade nochmal beschrieben hast, ja, finde ich das schon viel geiler. Ja. Ja. Aber was ich scheiße finde, ist, dass die teilweise ich habe mal vor 2-3 Jahren Halloween oder so, aus irgendeinem Grund war im Kinderzimmer wahrscheinlich einfach zum Lüften einmal das Fenster offen und dann komme ich da wieder rein und haben irgendwelche Leute da einfach Eier ohne Ende reingeschmissen. Und da waren die ganzen Eier. Und die nichts gegeben oder was? Nee, die einfach das Fenster war offen. Rohe Eier. Ja, das Fenster war offen. Kennst du nicht? Klopapier und Eier. Und die haben einfach Bock gehabt, einfach, weil die diese Einstellung ist ja, wir ziehen umher und es ist jetzt wie The Purge. Ja. Wie so ein kleines The Purge. Wir haben jetzt die Option, einfach legitim alles zu zerstören. Das ist ja Halloween. Und die haben einfach ganz viele Eier durchs offene Fenster geschmissen und es waren überall, und ich habe es nicht sofort bemerkt und das war schon festgetrocknet. Und die ganzen Lego-Steine die Lego-Steine rein. Das ist so wie mit Böllern. Das einfach, ja. Wer das macht, ist wirklich mega assi und zeigt schon als Kind, dass da nichts mehr zu tun ist. Auch mal gegenüber, aber das war nicht zu Halloween. Da haben auch so ein paar Kiddies, die waren im Haus gegenüber und waren da auf dem Balkon, die waren ein Stockwerk über uns und die haben auch auf unseren Balkon rohe Eier geworfen.
aber auf die ganze Wand, auf den Balkon, bestimmt 10 Eier oder so. Und irgendwann sind wir da auf dem Balkon gegangen. Es war alles, die ganze Hausfassade, weil es ja auch noch runtergelaufen ist und so. Und das war richtig schlimm. Und dann haben sich irgendwann 2, 3 Tage später hat es an der Tür geklingelt. Und da haben dann die, standen die Eltern, 3 Mütter mit 3 Jungs, die alle so auf den Boden geguckt haben, so weiß ich nicht, so 8, 9 Jahre alt. Die Jungs wollten etwas sagen. Entschuldigung, dass wir mit Eiern geworfen haben. Und dann haben die sich entschuldigt für immerhin. Diese, wurden getriezt von ihren Eltern, sich zu entschuldigen. Und da hat der Pädagoge Ede hat den Kindern noch einen kleinen Vortrag gehalten. Wollt ihr hören, was ich gesagt habe? Unbedingt, ja. Ja, bitte. Ich habe gesagt, Jungs, ich war auch mal jung und habe viel Quatsch gemacht. Aber es ist wichtig. Eigentlich müsstest du das mit He-Man-Stimme mit He-Man-Stimme sagen. Es ist wichtig, dass man dabei nicht die Sachen von anderen Menschen zerstört. Ansonsten bin ich euch nicht böse. Wir haben es schon weggemacht. Aber macht sowas nie wieder, sonst breche ich euch die Ärmchen. Die Ärmchen. Schon mal einen, du musst einen schon mal anbrechen. Also, komm, du kommst als erstes. So, so ein Exempel statuieren. Ja. Das, warte, ich habe neulich eine Serie, genau, kennt ihr noch die Zeichentrickserie hier, die Ghostbusters mit dem Gorilla? Ja, ja. Real Primeval. Ne, Real Ghostbusters waren ja die coolen und das waren die anderen Ghostbusters. Also die auch von den He-Man-Leuten produziert wurden, mit Primeval und dem Gorilla und so. Und das lief neulich auf, ich glaube ProSieben Max läuft das manchmal, am Samstag haben die so eine Zeichentrickstrecke mit 90s, 80s Zeichentricks, was ganz cool ist, weil ich das dann immer gucke. Und dann habe ich nur das Ende von dieser von dem Cartoon gesehen und da kam tatsächlich, da gibt's auch so ein Viech, so ein Geist, so wie Orko so in der Art und er hat auch am Ende nochmal einen guten Ratschlag gehabt. Haben die immer gemacht in den 80ern. Und das war die gleiche Produktionsfirma, die auch He-Man gemacht hat und Marshall Bravestar. Und die haben alle am Ende, haben die immer dieses eine, kommt ein Cartoon-Charakter, der nochmal einen guten Ratschlag mitgibt. Die Moral. Nochmal die Moral. Was haben wir heute gelernt? Genau. So. Kinder, ihr habt gesehen, wenn man Ärger hat und sich nicht traut, es den Erwachsenen zu sagen, kann es oft noch schlimmer werden. Deshalb geht zu euren Eltern und seid ehrlich mit ihnen. He-Man. Ja. Hier kommt jetzt am 8.6. raus, die Krapfweiß-Brüder, die Boom-Film, die Tommy Krapfweiß, der Bernd das Brot auch gemacht hat, ne? Und der Samstag Nacht, die haben für Paramount Plus haben die Kohlraben schwarz produziert. Das ist ein Hörspiel gewesen, haben die irgendwie damals mit Amazon gemacht. Und das ist jetzt aber mit Paramount Plus tatsächlich zur Serie geworden. Also sie haben richtig 6 Folgen produziert. Die Prämisse ist im Prinzip alte deutsche, auch bayerische Märchen. Ich wusste nicht, dass die eigene Märchen hatten sozusagen. Bayern? Von Bayern, alles ja. Selbst nochmal. Die Bayern hat alles nochmal extra, auf jeden Fall. Ey, ja. Und besser natürlich, viel besser für alles. Bei denen heißt Halloween auch Grüß Gott. Grüß Gott. Da gibt's den Kraxelmann zum Beispiel. Der kraxelt dir an der Wand hoch. Wenn du als Kind natürlich nicht irgendwie mittelalterliche bayerische irgendwas Märchen sind, das halt, also auch genauso Grimm, aber auch schon böse, aber nicht so bekannt wie die Grimm-Märchen. Aber es gab ja auch andere. Und der Kraxelmann scheinbar, wenn du halt nicht artig bist als Kind, hatte dich irgendwie in den Sack gepackt und mit einer Schlinge und hat dich halt aufgegessen. Alter, das ist voll schlimm. Diese ganzen alten Märchen und so weiter. Ich meine, allein Kraxelmann klingt schon. Das willst du doch nicht hören. Ich fand es aber interessant. Ich mag die Prämisse und ich habe jetzt die Folgen auch alle gesehen und ich fand es echt, also visuell echt Bombe produziert. Aber so die Prämisse, alte Märchen in die Neuzeit zu holen und das so ein bisschen auch ernst zu nehmen. Trotzdem ist da mal so ein bisschen Comedy auch dabei, aber ganz subtil. Ja, subtil auch nicht, aber das fand ich ganz cool. Und da von wegen Moralkeule gibt's da halt nicht so richtig. Da ist es eher so, ja, die Märchen brechen bar. So der Kraxelmann kommt so ungefähr. Und das ist ziemlich gut gemacht. Ja, aber also die Märchen haben ja oft natürlich schon auch so einen erzieherischen Aspekt, so, ne? Ja, da gibt's ja Struwwelpeter. So, oder ne, so dieses so, ey, mach das nicht oder du wirst einen grausamen, schmerzhaften Tod sterben. Das ist natürlich eine andere Form der Erziehung, aber ist eher so, ich brech dir die Arme. Aber oft ist da ja schon so eine Message dahinter. Ja, will ich kurz noch hinzufügen, habe ich gerade vor kurzem von Geschichten aus der Geschichte oder nee, die heißen Geschichte aus der Geschichte mittlerweile. Gibt's eine sehr gute Folge, genau darum, um diese deutschen Märchen, Struwwelpeter und so, wie die entstanden sind, wie das dann irgendwie immer wieder neu zusammengebaut wurde, verschiedene Geschichten. Und der Ursprung ist ja, ja, wie man unschwer erkennen kann, auch wirklich nur den Kindern beizubringen, bestimmte Sachen nicht zu machen. Hände weg von Scheren, Feuer,
Nachbarhauswänden und was halt so, ne? Aber da wurde das noch so, da wird halt der Finger abgeschnitten, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ne? Ich weiß gar nicht, das war Nägelkauen, ich weiß es nicht. Was war beim Suppenkasper, der seine Suppe nicht isst, was passiert dem nochmal? Und weil er wackelig ist und der, also, nee, der Suppenkasper will sie nicht. Die Suppe esse ich nicht. Und was passiert ihm dann? Verhungert der nicht einfach? Wird der nicht einfach dünn und stirbt? Der wird dünn und immer, ich glaube, der stirbt, ja. Also die sterben alle. Ja, manche werden auch nur verstümmelt. Struwwelpeter. Ja. Der hat sich die Fingernägel nicht geschnitten oder was? Dann werden ihm die Finger abgeschnitten oder irgendwie. Ja, der hatte so lange Fingernägel, so wüstes Haar und dann wurde der einfach. Da kam einer in seine Bude mit Erlaubnis der Eltern, mit so ganz langen Gliedern, der ihm dann die Finger abgeschnitten hat. Der hatte diese Schere, der hatte so eine Heckenschere. Zieh dir das mal rein. Du liest es, dass das okay ist, dass deine Eltern jemanden, der dich verstümmelt, reinlassen. Da würde ich auch Schiss. Also ich kann verstehen, dass das funktioniert hat für eine gewisse Zeit. Ja. Eine ganze Generation an Kindern hat so am Esstisch gesessen. Ja. Ich habe die noch gelesen auch. Ja, also oder Max und Moritz ist doch auch so, dass die da am Ende verbacken werden oder so. Werden die nicht am Ende gefressen und irgendwie gebacken? Und ja, sie essen die ganzen Hähnchen von dem Nachbarn und so und dann macht der irgendwas mit denen, irgendwie so. Die spielen ja auch so Streiche, das ist ja so. Die machen den Käfer ins Bett, ist das nicht so? Ja, die machen ganz viel. Die machen Streiche. Also am Ende weiß ich, sind sie nur noch Körner, weil sie in der Mühle zermahlen werden und sind dann nur noch Körner in Form von Max und Moritz. Was für ein weirder Shit, ne? Ja. Sonst zermahle ich dich. Ja. Nimm einen Löffel für die Suppe, sonst zermahle ich dich zu Korn. Und die werden gegessen. Und dann wird der Wolf aufgeschnitten. Nein, und dann kommt die Geißlein. Und da kommt nicht ein Geißlein aus dem aufgeschnittenen Wolf, oder ist das nur in meinem Kopf? Nee, das ist, da kommt der Wolf und frisst, also die Mutter ist unterwegs einkaufen. Und dann im Apple Store? Im Apple Store. Kauft die Brille. Und dann kommt der Wolf und frisst die Geißlein und dann legt er sich pennen, weil er ja 7 Geißlein am Stück verschlungen hat. Ist auch anstrengend, muss der Körper erstmal. Dann kommt die Mutter, schneidet ihn auf, weil er schläft, er merkt es nicht, schneidet ihn auf, packt stattdessen Steine. Genau, sowas. Die Tiere. Aber nett von ihr. Und dann, zumindest das noch ausgetauscht. Nee, das macht damit sie ja nur, damit er ja auch, aber weil er ist danach super durstig. Geht zum Brunnen, fällt da aber dann rein und wegen der Steine ersäuft er dann im Brunnen. Das ist ein perfider Trick, dass der aufgeht alleine. Ja. Man hätte ja, wenn man das so hört, wenn die so ihren Plan jemandem stellen, sagt, pass auf, ich geh da rein, ich schneide den auf. Du schneidest den auf und ich hole meine Kinder da raus. Gute Idee. Und dann packe ich da Backsteine rein. Backsteine? Ja, pass auf. Du wirst jetzt denken, das ist schwer, aber ich packe da Backsteine rein. In den Wolf? In den Wolf, nähe den wieder. Also Mühlsteine vermutlich. Und der Wolf, was macht der dann? Und der wird irgendwann Durst kriegen, weil wir wissen alle, wie viel Flüssigkeit Backsteine absorbieren im Magen. Ja. Da wird er Durst kriegen und er hat, ich habe das vorher gescoutet, er hat nur den Brunnen. Da geht er immer hin trinken. Und das ist sehr schwer, da ranzukommen. Und mit ein bisschen Glück fällt er rein und die Steine sorgen dafür, dass er ertrinkt. Was haltet ihr von dem, Plan? Super. Yes, auf geht's. Ocean's 11 Musik im Kopf gehabt, die ganze Zeit dabei gerade. Guck mal, aber was sind die modernen Märchen? So, und, ne? Also, ich meine, One Piece als Beispiel. Was ist denn die Moral von One Piece? One Piece, habe ich gerade verstanden. Nee, One Piece. Ja, ich weiß schon. Aber One Piece. Freundschaft. Hau allen auf die. Hau allen auf die Fresse, die sich von deinem Ziel abbringen. Aber ist das nicht auch ein bisschen albern, jetzt One Piece zu unterstellen, dass es irgendwelche märchenhaften Ansprüche an sich selber hätte? Also, naja, was in Märchen sind, moralische Geschichten damals gewesen, so. Mit irgendeiner Kernmessage, mit irgendeiner Wertevermittlung ist ja. Aber im Rahmen, im gleichen Stil wie diese Brüder Grimm-Geschichten, weiß ich nicht. Ich glaube, bei vielen ist es einfach nur Unterhaltung. Ich glaube, man darf da. Also, du meinst es bei den alten Märchen, meinst du jetzt, oder was? Ja. Nee, bei den Zeichentrick. Die haben keinen Erziehungsauftrag. So. Ich glaube nicht, dass die rangehen und sagen, ey, unsere Kinder sind frech, wir haben keinen Bock. Es gibt keine Erziehung. Wir haben keine Zeit und keinen Bock. Wir haben 12 Kinder. Ja. Wir können jetzt nicht mit jedem Einzelnen irgendwie reden und dem das erklären. Hier ist das Buch, da steht's drin, du wirst einen qualvollen Tod sterben, wenn du nicht machst, was ich will. So, jetzt lass mich wieder arbeiten gehen. Ich muss irgendwie. Ja, oder eher, und jetzt geh arbeiten. Du bist schon 6. Es geht, du bist schon 6 gearbeitet. Sollst du nicht schon um 5 Minuten in der Mine sein? Na, so ist es doch. Komm. Ja. Ich meine, früher wurden uns ja auch schon so Sachen gesagt wie: guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen. Das war ja so ein ganz normaler Gebrauch, so wurde gebräuchlich. Und ich weiß noch, dass es so einen Zeitpunkt gab, wo ich das geglaubt habe.
wo ich wirklich gedacht habe, okay, fuck, heute habe ich 10 Stunden geglotzt und dann vorm Spiegel stand und dann wirklich gedacht habe, merkt man jetzt hier schon, ist es schon ein bisschen eckiger geworden oder so? Wo, wie funktioniert das? Weil du ja wirklich gedacht hast, wenn du die ganze Zeit auf so einen viereckigen Fernseher guckst, dass das dann irgendwie einen Einfluss auf das, also ich habe das wirklich geglaubt. Lustig, weil jetzt durch die Brille, die man ja eindeutig durchs Fernsehen gucken, hat man ja viereckige Augen. Also weiß man, die das so einfassen. Das, ja. Irgendwie lustig. Das ist, weil du hast so eine viereckige Brille ja sogar. Ja. Mehr habe ich nicht. Entschuldigung. Nee, ist auch okay. Aber es, das war eh so. Früher hat man ständig irgendwas gesagt bekommen. Ich glaube, heute ist man ein bisschen vorsichtiger. Aber Eltern haben irgendwas gedroppt. Das war ihnen auch scheißegal. Mhm. Sie wollten nur, dass es funktioniert. Und dann ist man sein Leben lang damit rumgerannt, bis man irgendwann so selbstständig im Denken war, dass man das hinterfragt hat und festgestellt hat, ey, mein Leben lang war, bin ich einer Bullshit-Idee hinterhergerannt. Bei mir war es auch zum Beispiel Zecken. So, da, oh ja, die sind ja vom Baum fallen. Genau, mir wurde gesagt, Zecken fallen vom Baum, weil die ja auf dem Kopf dann sitzen. Und klar, wenn die da oben sind, wo kommen sie her? Sie müssen ja von oben kommen. Und dann bin ich immer durch den Wald und ich hatte immer irgendwie so, ey, das ist bei mir noch nicht so lange her, dass ich das so nicht wusste, und dann, dass das nicht stimmt. Jeder Waldspaziergang war so, oh fuck, ey, bis ich irgendwann gecheckt habe, ey, warte mal, wie hochentwickelt muss eine Zecke sein, wenn die oben auf dem Baum sitzt, also die muss ja erstmal da hochklettern, dann muss sie sich einen geeigneten Ast suchen und dann muss sie da lauern, wie der Jaguar. Die sitzt so da. So, und dann sitzt sie da und dann muss es irgendwie, dann muss die genau checken, okay, da kommt einer und dann zu welchem, muss sie den Wind einberechnen, so wie es, muss sie irgendwie sich einmal kurz anlecken, gucken, okay, der Wind, vielleicht lässt sie vorher irgendwie so ein Blatt fallen, dass sie sieht, okay, und dann muss die genau, okay, die Laufgeschwindigkeit des Menschen, zack, 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 und dann muss die exakt auf diesen so kleinen Fleck sich so fallen lassen. Wie hoch entwickelt muss ein Tier sein? Und wenn das Tier so hoch entwickelt ist, dass es das kann, warum ist es dann eine Zecke? Und dann irgendwann habe ich gecheckt, okay, die sitzen in Gräsern und krabbeln einfach hoch. Aber es hat gedauert, bis ich gecheckt habe, wie dumm dieser Gedanke eigentlich ist. Ich kann mich noch an, also einer meiner Lieblingssketche aus Bully Parade, habe ich dir irgendwann mal erzählt, kann ich mich immer noch erinnern, wo Rick Vanian als Zecke so ganz lange im Winter, weißt du, so verschiedene Jahreszeiten so auf dem Baum lauert. Und die ganze Zeit so hast du so einen Off-Sprecher, der über das harte, entbehrungsreiche Leben der Zecke irgendwie berichtet. Und dann aber endlich kommt unten der Mensch. Und Rick Cavanian in diesem riesigen Zeckenkostüm springt so von dem Baum runter und trifft den Menschen nicht und knallt so auf den Boden und sagt, Scheiße. Und das war der Gag so. Und selbst die haben diese falsche Info für den Gag benutzt und wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass das nicht stimmt. Aber schon lange her. Oder sie haben mit dem Klischee gespielt. Okay, aber sowas verstärkt ja dieses falsche Wissen nur noch, dass man denkt, ja gut, wenn es da sogar so Sketche gibt, dann müssen die vom Baum kommen. Und ich weiß genau, dass ich auch Angst hatte. Vor allen Dingen, ist dumm, ist kontraproduktiv. Du hast Angst vor den Bäumen, gehst also näher an den Boden ran, wo die Zecken lauern. Ja. Vielleicht ist es die Zeckenlobby. Die waren das. Die haben das Gerücht in Umlauf gebracht. Genial. Dass die von oben Propaganda, Zeckenpropaganda einfach. Zeckenpropaganda. Hast du schon mal von den fliegenden Spinnen gehört? Halt, jetzt hör mal auf, hier solche Sachen, das jetzt ist mal kommen. Das ist nicht fair. Also jetzt geht's zu weit. Nee, ich finde auch. Ernsthaft nicht? Habt ihr nicht? Aber da hätte ich mal eine Frage. Ich habe nämlich, da ich jetzt auf dem Land wohne, also insektentechnisch hat sich vieles in meinem Leben verändert. Und wir haben neulich, ruft meine Frau, schreit, ich renne zum Schlafzimmer. Und sie sagt, da war eine Schnecke auf der eine Spinne. Ach auf so. Der Tagesdecke, die über dem Bett liegt. Und dann hat, und sie hat aber die Tagesdecke dann so runtergemacht. Und dann habe ich noch gehört, ja, wo ist die denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, ich muss irgendwo da sein. Und ich so, okay. Dann habe ich da so mal so gegen diese Tagesdecke so mit dem Fuß und dann ist sie so und ist unters Bett. Und ich habe sie nicht erwischt. Und ich habe wirklich viele Ängste gehabt in der Nacht, weil sie war weg. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Ich habe nur unter das Bett geguckt, sie war weg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und du gehst da mit so einem ganz komischen Gefühl ins Bett, weil du fragst dich, wann kommt sie raus und guckt. Töten. Aber es reicht ja, wenn sie dir ins Ohr krabbelt und Eier legt oder sowas. Und dann habe ich mich gefragt, was machen Spinnen? So, wenn sie jetzt da unten haust und sie wird nicht erwischt. Sie hat da einen Fleck gefunden, wo sie nisten kann. Was passiert genau? Kommen dann neue? Ja, die legen so Kokons. Und dann werden es immer mehr Schnecken? Kann es also wirklich sein, dass da mittlerweile Schnecken? Langsam bin ich mir auch nicht mehr sicher. Schnecken oder Spinnen? Spinnen! Ist das Spinnen? Sorry! Weiß ich, wie euer Schnecken. Was ist Kackenspinnen?
jetzt Spinnenkacke unter meinem Bett jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja, beten und hoffen einfach. Ausziehen. Und beten, hoffen. Das ist am also das Ding ist, achte auf jeden Fall, dass oben das Dach zu ist, weil neu ist jetzt evolutionäre Weiterentwicklung von Spinnen, dass sie fliegen können. Gibt's wirklich? Ja, ich weiß. Die haben so richtig wunderschöne. Die können sich Fallschirme basteln, Spinnen. Ja, vielleicht schließt sich da jetzt der Kreis zu den unbekannten Flugobjekten, von denen du dauernd legst. Das sind einfach fliegende Spinnen. Und wir haben einfach das. Da hätte ich aber lieber die. Da hätte ich lieber die Aliens. Da hätte ich lieber den Todeslaser. Ja, vielleicht ist ja beides. Ja. Vielleicht wird niemand. Stell dir einfach mal vor, ja. Stell dich raus, Aliens sind riesige fliegende Spinnen. Das wäre so scheiße. Das wäre wirklich das Schlechteste aus allen Welten. Aber schlussendlich ist es auch irgendwie auch ein bisschen logisch. Aber das werden wir vielleicht nächste Woche erörtern, nachdem wir heute auch ein bisschen logisch. Stell dir Folgendes vor. Seit Jahrhunderten warten die Menschen drauf, dass es den ersten Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform gibt. Und alle versprechen sich, es gibt zwei Optionen. Das eine ist, sie vernichten uns einfach. Aber die andere Option ist doch, die erleuchten uns. Die landen und sagen, hey Leute, wir haben uns was mitgebracht. Super ein Gastgeschenk. Hier, wir heilen alle eure Krankheiten. Ein endloses Leben und hier ist eine KI, die löst alle eure Probleme. Herzlich willkommen in der wir kommen in die galaktische Gesellschaft. Wir könnten Antrag stellen, dass wir euch aufnehmen und alles ist super. Ja, Aliens. So, und dann landet das UFO, alle haben so ihre Plakate. Hey, herzlich willkommen, Aliens. Dann geht die Tür auf und dann kommt so eine 4 Meter große, haarige Tarantel da raus. Flammenwerfer direkt. Und, oh, es ist ein Krieg. Und es ist, oh, sorry, es ist egal, was ihr von uns wollt, aber wir töten euch. Aber wie geil wär's? Aliens, es kommt jetzt raus, wir haben Aliens hier, Raumschiff landet, Luke geht runter und es hat die Vision Pro auf. Die kommen so raus und alles, oh, shit. Told ya! Alles nur Werbung für. Die sind einfach 2 Jahre weiter nur. Aber nur so zweieinhalb. Weshalb? Die haben schon eine bessere Version. Die Politiker die ganze Zeit sagen, es gibt keine Hinweise auf außerirdisches Leben. Also die sagen ja die ganze Zeit in diesen Videos und Interviews und wenn die irgendwelche Untersuchungskomitees einsetzen, dann sagen die ja immer, ja, es gibt 1 Million Sichtungen, UAPs, können wir nicht erklären, aber es gibt keinerlei Hinweis auf außerirdisches Leben. Und das ist ja immer so ein bisschen enttäuschend, aber weißt du, was ich glaube? Der eigentliche Hinweis, den die da liefern, ist, das Leben ist gar nicht außerirdisch, sondern es ist irdisches Leben. Es ist genauso lang da wie wir, vielleicht irgendwann zugereist, vielleicht kam es irgendwie vor 1 Million Jahren von irgendeinem anderen Planeten. Das ist halt die Frage, okay, wer hat das längere Aufenthaltsrecht? Wenn der Mensch sich vor 300.000 Jahren oder so in seinen derzeitigen biologischen Zustand hineinentwickelt hat, aus dem Homo Heidelbergensis. Weltweiten Gaza-Konflikt. Aber die Aliens sind zwar hier, haben ihren genetischen Ursprung vielleicht in einer anderen Welt, aber sie sind de facto länger da als der moderne Mensch. Wer ist der außerirdische? Aber was ich sagen will, vielleicht leben die da einfach da hier im unten da im Bermuda-Dreieck oder was, da haben sie ihre Base und die sind aber gar nicht mehr per Definition außerirdisch, sondern sie haben sich jetzt sie leben in der 1 Millionsten Generation auf der Erde, sie haben sich das verdient, sie sind auch erdlich. Wir sind für die überirdisch. Und das ist einfach der rhetorische Kniff. So, die sagen, es gibt keinen Hinweis auf außerirdisches Leben. Vielleicht ist das die Lösung. Aber dann haben wir ja immer noch die Frage, was ist mit außerirdischem Leben? Aber die stellen wir uns nächstes Mal. Nächstes Mal. Würde ich sagen. Okay, das machen wir. Nee, du hast ja schon gesagt, wir haben diese Folge haben wir das Börsenproblem gelöst. Nee, Simon hat es. Simon hat alleine schon wieder vergessen, aber. Aber ist egal, du hast es gelöst. Okay. Deshalb gebt euer Geld nicht für Aktien aus, sondern für den Supporters Club, damit ihr hier mehr tolle gesellschaftliche Lösungsvorschläge hört. Der visionäre Podcast, die visionäre Show. Vielen Dank. Fürs Einschalten und fürs Supporten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.